Radio 1. Hörbar Rust. Herzlich willkommen zur Hörbar Rust nach der Sommerpause. Dies ist die erste Sendung nach der Sommerpause. Gehört haben Sie Tullio de Piscopo mit Stop Bayern. Und wir haben uns einen ganz großartigen Gast überlegt, um wieder zu starten. Und das hier ist er. Radio 1. Hörbar Rust. Rudi Carrell, Didi Hallervorden, Mike Krüger, Otto Walkes. Die Limbo-Stange des Humors der 70er und 80er Jahre lag hoch. Bei 2,50 Meter ungefähr. Da konnte man locker noch auf Zehenspitzen drunter durchtanzen. Glücklicherweise stand da schon jemand in den Startlöchern, der mit der Erfindung des Frühstücksradios den alten Pointen-Mief plattwalzte und in Begleitung von Oliver Welke, Sabine Bulltaub und Oliver Kalkofe das schwierige Feld des deutschen Humors neu beackerte und es jedenfalls aufs Radio bezogen komplett revolutionierte. Ein warmes herzlich willkommen rufen wir unserem heutigen Gast Dietmar Wischmeier zu. Seine Kolumne Wischmeiers Schwarzbuch läuft seit 2002 auf Radio 1. Zudem arbeitet er für andere Radio- und Fernsehsender und taucht regelmäßig in der Heute-Show auf. Alle 9 Jahre laden wir ihn ein. Jetzt ist es endlich wieder soweit, auch wenn in diesem Fall von Monitor zu Monitor kommuniziert wird. Jetzt, herzlich willkommen nochmal. Ja, ich könnte sagen, dass hier gerade ein Rasenmäher bei mir vorbeigefahren ist, aber der ist jetzt Gott sei Dank weg. Jetzt können wir wirklich anfangen. Also wenn hin und wieder mehr Rasenmäher vorbeikommen, ist das gar nicht schlimm. Das hat so dieses ländliche, also ich darf vielleicht übersetzen für die Hörerinnen und den Hörer. Also es ist ja normalerweise sitzen wir uns gegenüber, mein Gast und ich. In diesem Fall ist es eine Schalte. Ich sehe roten Backstein, ich sehe angedeutet Oberlichter. Vielleicht ist das eine umgebaute Scheune. Ich sehe etwas Holz im Hintergrund und dich im unteren Bildviertel, mehr kriege ich nicht, das ist die Einstellung, die ihr gewählt habt, warum auch immer, also du hast keinen Hals, du hast kein Kinn, aber du bist da, das sehe ich und das ist das. Hauptsache die Großhirnrinde ist mit drauf. Das werden wir überprüfen, ja. Das kann man so in dieser kurzen Zeit noch nicht sagen. Wo bist du? Ja, ich bin hier in einem Wintergarten, in einem Dorf, das 11 Kilometer von meinem Heimatort liegt. Da bin ich mit dem Fahrrad gerade hingefahren. Mhm. Ich dachte, ich wollte auch ein bisschen was haben von dem Tag, dass ich zumindest ein leichtes Training vorschalte und damit ich auch fit genug bin für diese Sache. Und ich sitze in einem umgebauten Hühnerstall. Aha, gut, davon ist... Der ist aber gar kein, der, es riecht kaum noch. Ja, und, davon ist nicht viel zu erkennen. Das ist viel wert. Ihr habt all das Kot und die Federn weggemacht, jedenfalls für den Moment. Du bist jetzt 11 Kilometer gefahren an einem, muss man sagen, das ist jetzt ja eine Aufzeichnung, an einem doch recht warmen Tag. Du gehörst also zu denjenigen, die, wenn man mal mit dem Auto die Landstraßen entlang fährt, wo man so denkt, oh, nicht, dass der... So, es gibt ja keine Radwege in der Regel. Es gibt hier sehr viele Radwege, ja? Ich nutze sie aber gar nicht, weil ich kann von bis hierhin komplett durch den Wald fahren. Ich habe kaum Kontakt mit dem normalen Verkehr gehabt, fahre auf sogenannten Holzabfuhrwegen und Forstwegen und habe deswegen auch eine sehr robuste Fahrradbereifung gewählt, damit ich nicht dauernd einen Platten habe unterwegs. Das macht aber schon Spaß. Also das Fahrrad hat für mich ja während der Corona-Zeit tatsächlich an Wirkung gewonnen. Ich bin viel mehr mit dem Rad gefahren und hab es jetzt doch wieder lieben gelernt. Ich bin früher nicht so oft Rad gefahren. Das ist also seit meiner Studentenzeit eigentlich nicht mehr. Aber da es jetzt die Möglichkeit gibt, eben auch Wege zu benutzen, die man mit dem Auto oder mit dem Motorrad gar nicht fahren darf, habe ich das Rad wieder lieb gewonnen. Was ich ja oft nicht verstehe, was ich nie verstehe, sind so angekettete, angeschlossene Fahrräder, die vergessen werden. Ich fotografiere die manchmal, also ich lebe in Berlin und immer häufiger sehe ich so Fahrräder, die so mit so Schlingpflanzen tatsächlich bewachsen sind. Also wo man weiß, da ist jetzt in den letzten 2 Monaten auf gar keinen Fall was passiert, aber bei manchen Rädern sieht man eben auch, dass da seit 1 oder 2 Jahren nichts passiert ist. Oder wenn Leute dann sagen, ja, ich würde ja mit dem Rad kommen, aber das habe ich vor einem Jahr mal in der Schnipsel-Schnapsel-Straße angeschlossen und da steht es immer noch, wenn es da noch steht. Sowas kann ich nicht verstehen. Ich würde in der Stadt nicht mit dem Rad fahren. Ich
diese Fahrräder, die werden ja nicht geliebt von ihren Menschen, sonst würden sie die da nicht vergessen. Aber es ist ja hauptsächlich ein Fahrrad, das man in der Stadt fahren oder nutzen will, muss ja so eine gewisse Diebstahlsvergrämungspatina haben, damit es nicht sofort geklaut wird. Oder es muss mit ungeheuren gehärteten Stahlbügeln irgendwo angeschlossen werden. Und es gibt mittlerweile auch Verfolgungs-Apps für geklaute Fahrräder. Ja, und das ist gut. Man muss sehr viel Aufwand treiben, um nicht sein Fahrrad durch Diebstahl zu verlieren. Das alles ist auf dem Land nicht so. Und in der Stadt hätte ich sicherlich ein Faltrad, das ich überall mit hinnehmen könnte und würde es nicht irgendwo anschließen. Ich habe mal ein Interview mit Henry Hübchen gemacht, das ist sehr lange her. Der kam mit seinem neuen oder zumindest geliebten, ich weiß nicht, was das für ein Fahrrad war, und hat erklärt, dass er damit sogar ins Bett, also dass er das mit ins Schlafzimmer nimmt, tatsächlich. Ja, ich bin auch zu einem Fahrradrestaurator geworden mittlerweile. Ich habe so dermaßen viel Fahrräder. Ja? Du hattest doch mal früher, also als wir vor 9 Jahren das letzte Mal gesprochen haben, hattest du mindestens 4 Trecker. Und einer hatte, ich glaube, einer war sogar, hatte so einen Porsche-Motor. Der hatte so einen ganz komischen Namen. Kaltklopf. Kaltklopf? Nein. Kaltklopf-Motor. Das ist schön, oder das so ist ein Lanz mit einem Glühkopf-Motor gewesen. Und ein Porsche war es nicht, nein. Porsche haben auch nicht so einen guten Ruf in der Traktorszene. Nein. Das sind also ganz andere Hits. Ich habe immer noch 4 Traktoren, 3 Hanomachs und einen Landsbulldog, aber ich habe mein LKW-Portfolio umgeschichtet. Sieh an. Weniger LKW, dafür mehr Fahrräder. Ja, ich habe nur noch einen LKW. Ich habe ganz viel verkauft in den letzten Jahren, weil auch der Abschied vom Verbrennungsmotor steht kurz bevor. Mhm. Und ich bin ja ein Fongo, das ist ja auch so ein Wort, das wir schon wieder vergessen haben. Wusstest du noch, was es ist? Das hat nichts mit diesem Pilz zu tun. Und nein, das wäre also Fußpilz. Nein, das ist Fußpilzträger, sind Fongos, wäre auch lustig. Aber es sind die beiden witzigen der letzten Jahre, also vorher gab es ja Dings und Silver Age und Generation X und alles mögliche. Fongos sind Leute, die Fear of Non-Getting Out. Die haben nicht Angst, dass sie die Letzten sind, die noch einen Diesel haben, noch schnell einen Diesel verkaufen, bevor ich der letzte Blödmann schnell hier wegziehen, bevor hier alles voller Flüchtlingsheime ist. Okay, aha. Fongos. Das sind die Fongos, okay. Könnte das sein, dass wir, wenn wir in 9 Jahren widersprechen, wenn wir uns dann noch hören, aber wahrscheinlich haben wir dann alle implantierte Hörgeräte, was bestimmt nicht das Schlechteste ist, dass du dann deinen Fahrradfuhrpark wiederum gegen Pferdekutschen umgetauscht hast und wäre es nicht sowieso sinnvoller? Ja, Amische immer mehr, glaube ich. Ja, ich auch tatsächlich. Ja, das Verarmischen, das kann passieren. Zu den Fahrrädern bin ich hauptsächlich gekommen, weil ich gemerkt habe, dass viele umgestiegen sind auf E-Bikes, was ich generell nicht schlimm und blöd finde. Ich bin nicht so ein E-Bike-Kritisierer. Aber dadurch haben sie ihre sehr teuren Fahrräder einfach auf den Müll geworfen. Und ich habe ganz viele Fahrräder, die früher mal 800.000, 500 Euro gekostet haben, die habe ich dann für 50 Euro irgendwo gekauft, weil die nicht mehr gemocht wurden. Aha. Und habe sie restauriert und hatte einen ganzen Fuhrpark plötzlich, weil das so Spaß gemacht hat, Fahrräder zu reparieren. Also eine einfache Technik mit wenig Spezialwerkzeug und ich habe keine Lust mehr, Motorrädern, Treckern und LKW rumzuschrauben. Das ist zu komplex und macht keine Freude mehr. Aber ein Fahrrad, das ist schön. Das ist wie Blumen pflücken, ja, so einfach. Ja, ich hatte einfach aber überlegt, ich glaube, wenn ich du wäre, oh Gott, da würde mir viel einfallen, aber wahrscheinlich würde ich die 11 Kilometer durch den Wald auf so einem Kaltblüter oder auf so einem anderen Pferd, das jetzt nicht durchgehen will, das nicht zu schnell sein will. Ich bin nicht einfach so der Pferdetyp, ja. Ja, offenbar. Pferde haben ja nicht so einen Ausknopf. Ich habe immer Angst, dass sie durchgehen. Ja, die Kaltblüter eben nicht. Deswegen habe ich das so, ich habe gedacht, so auf dem Kaltblüter, das könntest du gut hinkriegen. Ich kriege auch die Beine nicht mehr so weit auseinander für einen Kaltblüter. Man muss sich dann im Vielleicht Amt kann man dich drauflegen oder so. Das kann oder ja sein. Auf dem Elefant, auf dem Hals sitzen. Oder so, genau. Wir starten jetzt mal mit der Musik. Das kann ja so nicht weitergehen. Und wir starten. Ja, vorhin haben wir schon gesagt, die Limbo-Stange liegt verdammt hoch und was die erste Musik angeht, möchte ich diese Formulierung einfach nochmal wieder rauskramen. Als ich diesen Song gelesen habe in der E-Mail, dass du dir den wünschst, musste ich sehr lange so für mich so leise lachen, weil ich dachte, okay, das ist wahnsinnig lange her, dass ich den das letzte Mal gehört habe. Ich habe mir mal den Text rausgesucht, es geht um die Zaragoza Band, du weißt, wie der Song heißt. Ja. Wie heißt der denn? Ich weiß, es ist aber noch schlimmer, als ich gesagt habe. Weil das ist ja die Zaragoza Band, hat diesen nicht mal selber erfunden, diesen Blödsinn. Nein. Der ist original von Dave DiDozzi, Bicky Bick and Titch. Und man hätte es nicht geglaubt, er ist noch schlechter.
Es ist ungeheuer schlecht. Also war aber in den Top of the Pops auf einen der ersten Plätze. Also ich, wie gesagt, der Text ist, ich habe dann überlegt, ob das schon wieder so zweimal um die Ecke ist, ob das dann schon wieder dadaistisch, ob es eine Art von Kunstform ist, über die man sich jetzt gar nicht so erheben sollte. Also der Text lautet, diese ersten vier Zeilen werden zweimal wiederholt, so geht's mal los. Sabadak, Sabadak, Karakakora, Kakarakak, Sabadak, Shai, Shai, Skagalak, das ist sozusagen das Intro, wird zweimal wiederholt. Und dann kommt ja so ein deeper Meaning, dann kommt Look for meaning not in words, but in the way your feeling. It's, if it's love, we'll understand. For love, it's all revealing. Sabadak, Sabadak, Karakakoka, Kakarakak. Das ist ein sozusagen ein Jugenderlebnis der übelsten Diskos auf dem Zelt, wo dann immer der DJ, der hieß dann DJ Hundi oder so, oder DJ Friedhelm, immer wenn die Saragossa-Band kam, hat er den Refrain mitgesungen, alle haben Schlabbersack, Schei, Schei, Schlabbersack gesungen. Das war sozusagen der erotische Höhepunkt des Abends. Es ist alles noch schlechter, als wir dachten. Ja, noch danke. Schlimmer auch. Danke, dass du uns mit zurücknimmst. Hoffentlich kannst du das aus deinem Gehirn löschen. Hoffentlich. Ja, wenn Sie alt genug sind, dann haben Sie diese Melodie und diesen sehr eigenartigen Text vielleicht schon mal wahrgenommen. Wenn nicht, ist das ein gutes Zeichen. Dietmar Wischmeier ist zu Gast. Er hat sich diesen Song nicht nur gewünscht, er ist verantwortlich für das Musikprogramm und ist jetzt, man kann sagen, auf der anderen Seite, sitzt mir leider nicht gegenüber, sondern wo genau bist du jetzt lokalisiert? Wir wissen Wintergarten, wir wissen ehemaliger Hühnerstall. Wo ist das? Ist das am Steinhuder Meer? Beim Augenblick ein bisschen schockiert, als du sagtest, der ist jetzt auf der anderen Seite. Ich dachte sofort, also so, breakthrough to the other side. Also tot oder was? Fand ich jetzt ein bisschen übergriffig, muss ich sagen. Also, sag mal, ich bin jetzt nicht auf der anderen, darf ich das nie auf der anderen Seite. Ich bin immer noch hier unter den Lebenden und bin aber 235 Kilometer entfernt etwa. Dann sag doch mal, Durchschnittsalter Steinhuder Meer entspricht ungefähr dem Durchschnittsalter des ZDF-Zuschauers, oder? Ja, sei mal ungefähr, ganz ehrlich. Ja, aber höchstens. Ist auch ein Produkt der Eiszeit und der Endmoräne. Ja, ist das da noch? Bist du da noch? Ja, ne? Ich lebe hinter der Endmoräne, ja. Das ist... Der Gletscher ist nicht so weit vorgedrungen. Also ich bin schon in dem befreiten Teil Germaniens aufgewachsen. Du hast vorhin gesagt, ich habe mir zu Corona-Zeiten angewöhnt, Fahrrad zu fahren. Also dieses zu Corona-Zeiten ist ja so ein, ist ja auch so ein geflügeltes Wort oder so ein fester Begriff schon geworden. Ja, der Fehler ist das Imperfekt daran. Wir sind noch mittendrin. Ja, ja. Was denkst du, wie lange es noch Corona-Zeit genannt wird, wie lange das noch weitergeht? Also bis der letzte Impfgegner nicht ausgerottet ist, wird es wahrscheinlich immer noch so weitergehen. Das müssen wir jetzt ja auch sagen in der Sendung, dass wir uns alle geimpft haben und das toll finden und alle, die sich nicht impfen, sind asoziale Arsche. Kann man das so sagen? Wie siehst du es denn? Siehst du es auch so? Ja, ich sehe es genauso. Muss ich mich echt nicht verstellen. Mhm. Ich finde, auch wenn man dagegen ist, sollte man sich trotzdem impfen lassen. Nee, man muss ja auch nicht, also ich meine, du musst ja jetzt nur nicht versuchen, vorsichtig mit Worten zu sein. Ansonsten bist du ja wirklich jemand, der messerscharfe Säbel vom Himmel regnen lässt. Dann ist es natürlich, ich sehe dich vor mir und ich weiß, wie kultiviert und wie freundlich du bist und dass man mit dir über Schmetterlinge und solche Sachen reden könnte. Das ist ja das Irre. Schmetterlinge weinen nicht von Novalis. Kennst du den Song noch? Weißt du was, der wie sagt man denn? Verdammt, der Hörs eines Schmetterlingenflügels, der Schlag eines Schmetterlingenflügels, was kann der nochmal alles? Ich kann mein Wandtattoo gerade nicht lesen. Der kann die halbe Erde auslösen. Oder? Kann alles verändern. Das ist so unglaublich. Ja, diese Bilder, die werden aber weniger, glaube ich, dass man da nicht mehr so redet. Es ist auch zu gefühlig, so einfühlsam. Und das magst du ja gar nicht, dieses Gefühlige. Nee, ich bin da nicht so für. Ich bin so mehr der Hackebeilchen-Typ. Das stimmt aber auch nicht. Also eigentlich bist du ja sehr freundlich. Der ganz sensible Hackebeilchen. Du bist sensibel und du bist freundlich. Und ich habe so im Vorfeld, deswegen war ich auch ganz relaxed. Ich kann mir vorstellen, werde ich erstmalig interviewt, ist bestimmt nervös, weil er oder sie dann nicht weiß, oh Gott, der ist so übereloquent und der ist immer so fies und der legt immer den Finger in die Wunde.
Und das erinnerte mich daran, als ich Helge Schneider das zweite Mal zu Gast hatte in der Hörbar. Das ist auch viele Jahre her, ich glaube auch 9 Jahre ungefähr. Da war der so unglaublich freundlich. Also das ist ja auch jemand, der in einem Interview sehr unberechenbar und dadaistisch sein kann und plötzlich so davon galoppiert. Und ich glaube, der wollte mir einfach einen Gefallen tun und war einfach ein zuverlässiger Gesprächspartner. Das irritierte aber ganz viele Hörerinnen und Hörer, weil sie natürlich ganz andere Erwartungen hatten. Begegnet dir das die auch manchmal? Sehen und hören, ist ja klar. Ne? Begegnet dir das auch, dass Leute so ein bisschen irritiert sind, weil sie denken, hä, der war so freundlich und so normal. Das stimmt schon, dass sie irritiert sein können, aber ich habe gelernt aus meiner ersten Prüfung an der Uni, also die erste große mündliche Prüfung, in der Schule ist mir nicht so aufgefallen, dass es letztendlich darauf ankommt, eine Situation herzustellen, die allen Beteiligten das Gefühl gibt, sie sind hier am richtigen Ort. Also es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig prüfen oder anklagen oder so, wir beide müssen uns ja in dieser Situation wohlfühlen. Dann gelingt die gesamte Situation und es ist nicht so, dass ich, deswegen mag ich auch keine Ilna Maischberger Wildshows, weil es darum geht, nur Krawalligkeit herauszukitzeln. Aber die insgesamte Situation wird dadurch nicht besser. Sie wird nur weiter aufgespalten und konfliktreicher. Das ist aber nicht der Sinn eines Interviews. Da kriegt man ja auch nichts raus. Man wird ja nur dadurch vorher schon gemachte Positionen bestätigt finden und möchte sie auch bestätigt finden. Aber man kriegt nichts über den anderen raus und über sich selbst in dieser gesamten Situation. Und wenn wir hier fertig sind mit dieser Sendung, dann werden wir beide mehr wissen. Und das ist auch das Ziel der ganzen Übung. Oh, das hast du schön gesagt. Nun kann man das natürlich auch nicht vergleichen, weil die Shows, die du angesprochen hast, natürlich ein großes Thema haben und weil da Positionen besetzt sind, um dem öffentlichen Diskurs ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, im besten Sinne. Manchmal gelingt es, oft gelingt es nicht. Das, was ich jetzt angesprochen habe, das weißt du auch, hat sich ja eher an die Erwartungen anderer gerichtet. Also ja. Was das Image auch, mit dem du, ich will jetzt gar nicht sagen, zu kämpfen hast. Also du bist klug genug und lange genug dabei und siehst gesund genug aus, dass man merkt, dass dich das nicht irgendwie fertig macht. Aber wenn du irgendwo hinkommst, kriegst du doch bestimmt oft so gesagt, so jetzt sag mal was Fieses oder sag mal was Lustiges oder so. Hau mal einen raus. Ja, genau. Was ist das? Ja, das ist klar. Gut, das muss man dann. Ich habe den großen Vorteil, dass ich nur ganz wenig ich selbst sein muss in dem, was ich öffentlich sage. Mhm. Ich kann mich sehr hinter Rollen verstecken und ich habe nie die Kollegen verstanden. Deswegen, der Helge Schneider war eben auch ein gutes Beispiel. Helge Schneider war nicht der Erste, aber so mal der Bekannteste, der immer nur Helge Schneider war. Der hat nie andere Rollen gemacht. Er war auch, den gibt's ja eigentlich gar nicht privat, obwohl es ihn natürlich privat gibt. Aber er ist immer Helge Schneider, kann sich hinter nichts verstecken. Ich war Günther der Treckerfahrer, die Arschkrampen, Frieda, Anneliese. Es gibt zig Rollen, in die ich mich immer verkriechen kann. Bloß natürlich bei Radio 1 bin ich doch relativ nah an mir selbst. Und dann ist es schon so, dass Leute dann mal fragen, hau mal einen raus oder das meinst du das denn wirklich? Das ist dann problematisch. Das geht ja über Radio 1 hinaus, das war jetzt sehr bescheiden. Du bespielst ja verschiedene große Sender und das tust du ja auch, glaube ich, mit so etwas Ähnlichem wie, und auch in der Heute-Show. Das ist ja jetzt nicht so, dass du dich da ganz klar abgrenzt und ein anderes Alias. Nee, das geht da nicht mehr. Also die Heute-Show ist auch wieder ein gutes Beispiel, weil die hat angefangen vor 10 oder 11 Jahren mittlerweile schon, wo Schauspieler Rollen gespielt haben. Mhm. Deswegen heißt sie nicht Hassknecht, heißt natürlich nicht in Wirklichkeit Hassknecht. Aber jetzt, ich bin dann auch einer, der nur ein Jahr später eingestiegen ist. Schon war ich Dietmar Wischmeier und nicht mehr eine Rolle. Ja. Und das ist immer noch gemixt. Das ist ganz merkwürdige Verhalten. Es gibt immer noch Schauspieler und es gibt auch noch Leute, die selber sind als Kabarettisten. Weil viele Kabarettisten haben dann gesagt, mein Name ist mein Markenzeichen und mit dem möchte ich auch im Bild auftreten, in der Sendung auftreten. Damit ich auch das sozusagen die vertikale Verwertungskette damit anschmeißen kann. Und das ist ja ganz wichtig. Wenn du sagst, du selbst sein, magst du dich? Bist du gern du selbst? Naja, also wenn ich jetzt ganz unverschämt sein wollte, würde ich sagen, ich finde nicht, dass der Planet eingeht, ist schlimm, sondern dass ich sterbe. Das ist mir näher im Augenblick so. Ich mag mich schon über große Teile, aber ich würde nicht diesem... Ich sage immer so als Beispiele, früher sagte man, glücklich oder zufrieden ist man, wenn man etwas Selbstloses machen kann, sich in etwas verlieren kann, in ein Hobby, eine Tätigkeit, was auch immer das ist. Heute muss man sich selbst finden. Diesen grausigen Fund möchte ich bei mir gar nicht bergen. Ja, ich möchte mich gar nicht selbst finden. Ist mir doch egal, wer ich Ach, bin. Ach komm, das war doch klar, dass du da wieder in so eine Pointe, in so eine Pointenecke reinjagst. Ja, die Pointe
Für Ende ist ja die Verteidigungshaltung desjenigen, der sonst nichts hat. Ich bin ganz froh, dass es die Pointe gibt. Die ist mir sehr sympathisch. Die ist immer noch eins der angenehmsten Wörter, wenn man anfangen möchte, etwas mit Humor zu beschreiben, finde ich. Pointe ist eine freudige, wie so eine Person, die über die man sich freut, wenn sie auf die Party kommt. So andere Wörter wie Comedian oder du sagst ja auch selbst manchmal Humorarbeiter, das ist ja nicht wirklich... Das hat ja keinen Flow, das ist ja nicht wirklich sexy oder schön. In der Tat keinen Fluss, Das klingt so ein bisschen nach Versicherungsfall. So, apropos Versicherungsfall, es ist nicht wirklich der Übergang, aber ich kann es ja einfach mal so sagen. Apropos mag ich zum Beispiel auch. The Fortunes. Das ist ganz toll, apropos oder tja als Anfang, finde ich ganz toll. Tja, also. Das ist betotig. ja, bitte. The Fortunes hast du mitgebracht mit Caroline. Worauf lassen wir uns da ein und wofür steht dieses Lied? Ja, ich finde, ich bin gar kein Freund von den Fortunes, auch von Caroline nicht, weil das 60er Jahre ist, überhaupt nicht meine Zeit, da war ich noch total unterwegs zum Teil. Das habe ich deswegen genommen, weil es der Jingle war von Radio Caroline. Und Radio Caroline hat mich insofern geprägt, als es der erste mir bekannte moderne Radiosender war, also der amerikanisches DJ-Radio nach Europa gebracht hat. Danach kamen ja viele andere Piratensender, noch Radio Nordsee, Radio Veronica, die auch aus der Deutschen Bucht zum Teil gesendet haben. Ich bin in einer Gegend aufgewachsen, wo man BFBS hören konnte, sehr gut. Die haben viele Sender von Radio 2, von BBC übernommen. Das hat meine Jugend oder späte Kindheit ganz stark radiomäßig geprägt. Und da hat zum ersten Mal das Radio als ganzheitlicher Soundtrack des Lebens aufgefasst worden. Nicht wie damals noch in den normalen Sendern, die wir so hörten, über NDR bin ich aufgewachsen in der Gegend. Da gab es den Wortanteil, dann gab es den Moderationsanteil und dann, wenn eine Musik zu Ende war, sagte jemand, sie hörten eine Aufnahme der Schallplattenindustrie. Und dann kommt plötzlich ein DJ wie Tommy Vance in BFBS oder Radio Caroline, wo das alles ein Fluss war, alles zusammen. Da gab Ram Talks, da wurden Jingles eingeblendet, da also es war einfach ein ganz tolles insgesamt, es war sozusagen Oper im Vergleich zu Singspiel. Okay. Also das war der große, große Fortschritt. Das fand ich so toll. Deswegen ist mir Radio Caroline zusammen mit dem Jingle und dem Gebimmel der Glocke von dem Schiff immer noch in Erinnerung. Gut, wir hören es jetzt mal. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Radio Caroline. So, wir sind zurück aus der Sommerpause mit der Hörbarust. Wenn Sie schlau waren, haben Sie diese Sendung sowieso als Podcast abonniert und konnten sich unser ganzes Archiv nochmal anhören, über 50 Sendungen. Heute ist zu Gast Dietmar Wischmeier, der in einem ehemaligen Hühnerstall gefangen wird und dort in ein Mikrofon spricht. 11 Kilometer ist er zu Fuß gegangen. Zur Welt gekommen bist du jedenfalls in Oberholsten am Wiehengebirge. Ja, zwischen Melle und Bad Essen. Ist das richtig? Ja, ich glaube, das ist immer noch richtig. Ich war jetzt länger nicht mehr da. Aber ja. Nadja Abdel-Farah kommt auch daher. Die kommt aus Bad Essen? Ich weiß es nicht. Ich habe es in meinen 9 Jahre alten Nadja Unterlagen gefunden. Abdel-Farah klingt ein bisschen wenig nach Bad Essen, finde ich. Aber möglich ist alles. Es ist auch egal. Jedenfalls Schwerpunkt dort ist die Holzindustrie. Habe ich noch mal gelesen oder habe ich eigentlich vor 9 Jahren recherchiert, wenn ich ganz ehrlich bin? Ich habe hier meine alten Unterlagen. Ja, ist ein bisschen wie Kanada oder Finnland, kommt drauf an. Was warst du denn für ein Kind? Warst du ein lustiges Kind? Hattest du damals schon so eine Verbindung zu Humor? Das weiß ich nicht. Doch, ich glaube schon. Es gibt noch ganz uralte Aufzeichnungen. Ich habe schon Hörspiele gemacht als Kind, lustige Hörspiele natürlich. Ich glaube, ich war schon sehr witzig, wenn ich das so sagen darf. Das ist aber auch daran... glaube ich, dass man auch eine Ausflucht braucht, wenn man Kind ist in einer Welt damals, die doch viel mehr von den Erwachsenen bestimmt war, als es heute ist. Heute ist ja alles viel kindgerechter. Damals haben sich die Erwachsenen einen Scheiß um Kinder gekümmert. Die liefen irgendwie so mit, wurden nach draußen gejagt und sollten bei Einbruch der Dunkelheit sich gefälligst wieder
einfinden, ohne allzu viel Blessuren aus dem Wald mitzubringen. Was das ja auch Vorteile hat oder ja, hatte. Ganz toll. Ja, also Kindheit fand schon eine tolle Zeit, außer dass natürlich die, sagen wir, pädagogische Versorgung im Wiehengebirge mehr so war wie im Indianerreservat, würde ich sagen. Also irgendein Schrat, der woanders als Lehrer durchgefallen war, wurde zur Erziehung der Zöglinge im Reservat herbeigerufen. Also da wurden noch mit dem Rohrstock geschlagen. Wirklich? Naja, das als Junge nur hinten drauf, als Mädchen auf die Finger, das war also ganz brutal. Ich habe schon häufig erzählt, bei uns gab es keinen Sportunterricht. Da kriegte jeder eine alte Dose vom Lehrer in der Hand und dann wurden wir gewandert zur Mülldeponie und da wurde sie weggeworfen. Das war dann der Sportunterricht. Also es war also sehr, sehr archaisch, muss man sagen. Das klingt in der Tat sehr archaisch, aber ich würde... Ich glaube, ich noch mal ein Buch darüber schreiben, über Jugend im Wiehengebirge. Das ist, glaube ich, das würde sehr gut laufen in Niederbayern oder in ähnlichen verratenen Gegenden. Ja, vielleicht könntest du auch so einen pädagogischen Leitfaden herausgeben, der das Ganze auch auf aktuellen Stand bringt. Denn wenn heute wieder Lehrer durch den Wald gehen würden, um Schüler zu bitten, Dosen aufzuheben, um sie zur Mülldeponie zu bringen, würden die meisten Menschen am Straßenrand stehen und applaudieren. Also es ist ja, zumindest das wohl, aber nötig. Die Kinder würden es einfach nicht machen. Die würden irgendeinen Shitstorm organisieren und den Lehrer fertig machen. Wie sich alles ändert, oder? Ja, wie sich alles ändert. Nur manche Sachen eben auch nicht. Und da ziehe ich jetzt einfach mal einen Song vor, den wir im Grunde später spielen wollten. Denn du hast uns einen Song mitgebracht, der tatsächlich darauf anspielt, dass auch Fridays for Future im Grunde früher schon existiert hat, in anderer Form. Les papiers, non, rien n'a changé, heißt der Song. Ja. Nein, nein, nichts hat sich verändert. Was ist das für ein Lied? Die waren ja mal sehr berühmt. Das ist eine Schulklasse, die hat das zusammen mit ihrem Lehrer aufgenommen in den 70er Jahren. Ich glaube 77, genau, weiß ich es gar nicht mehr. Und das hat mich daran erinnert. Ich habe ihn zufällig wieder gehört vor ein paar Wochen. Hatte ihn schon völlig vergessen. War die erste große, es war glaube ich nur jung, es war eine Boyband. Ja, ich habe mir das Video auf YouTube angeguckt. Ja. Also es heißt Video, aber es ist abgefilmt worden. Ja. Ich fand, ist ein toller Song und ein super Leadsänger hatten sie da. Mhm. Der hat danach aber glaube ich keine Karriere gemacht. Aber der hatte eine tolle Stimme und das ganze Thema, nichts ändert sich, alles bleibt immer das Gleiche, ist ja genau das, was heute Greta und die anderen Kinder auf den Camps auch sagen. Das hat einerseits ist es toll, dass es sowas früher schon gab, dass es heute auch noch gibt. Andererseits ist es bedrückend, dass sich das gar nicht geändert hat. 50 Jahre lang dasselbe. Und zum Dritten finde ich, Jugend ist einfach nicht originell. Das muss man einfach akzeptieren. Sie ist immer so, wie sie ist. Und das, was es uns heute so überraschend erscheint, weil wir jetzt selber alle schon alt sind, gab es zu der Zeit, als wir jung waren, eben auch schon. Da muss was ich nur daran erinnern. Also Jugend ist nicht originell, bedeutet übersetzt, man hält die Jugend für in dem Moment einzigartig und sowas hat es noch nie gegeben, aber du meinst, im Grunde ist es eigentlich nur eine Reproduktion in anderen Klamotten. Ja, sie ist, na, ich glaube, man muss das einfach als Erwachsener oder Entwachsener oder Ableibling oder wie nennt man uns, Silver Ager, Endanger. Ich nehme mich aus diesem Plural sofort aus, ja, unterstehe ja, ich klappe gleich den mir. Laptop zu. Ja, das ist klar. Ich habe nur mich selbst gemeint, wir müssen einfach ein entspannteres Verhältnis zu diesen ganzen Sachen haben. Und immer, und das hat mich an diesem Song wieder daran erinnert, solche Leute wie Luisa Neubauer und so, die man vielleicht nicht ganz die so toll findet. Die kommt in die Hörbar übrigens jetzt übernächste Woche. Herzliche Grüße. Was soll ich ihr von dir sagen oder sie fragen? Dass ich sie in der Talkshow total nervig finde und das, was sie sagt, doch zum großen Teil nicht richtig. Aber da muss ich mich selber am Riemen reißen und sagen, eigentlich ist es toll, dass es solche Leute gibt, dass es wieder politisch Interessierte, sie ist ja keine Jugendliche mehr, sie ist ja schon Mitte 20, aber dass es junge Menschen gibt, die politisch engagiert sind, ihre Meinung vertreten, auch wenn sie anderen Leuten mal auf Eier gehen oder auf den Sack gehen, das finde ich letztendlich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich es toll. Auch wenn mich das im Moment so spontan, wenn ich sie irgendwie sehe, wie sich wieder tierisch aufregt und Leute beschimpft, dann finde ich das, nervt mich das irgendwie. Aber eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, finde ich es toll, dass es solche Leute gibt. Und wenn du sagst, Jugend ist nicht originell, was meinst du? Naja, Jugend ist in vielerlei Sachen immer, wie sie immer ist. Also Jugend hat das Vorrecht, hässlich auszusehen, weil das immer ein schöner Gegensatz ist. Also der frische Teint und der alte Bundeswehr-Parker oder das alte zerrissene Hemd oder die skinny Destroyed Jeans, die
Jugend ist, wie sie ist. Sie sieht oft scheiße aus. Und ich finde ja auch, den Half-Bun ist ja eine Zumutung, wenn ich das auf Männerköpfen sehe. Oh, das, natürlich. Leute wie du kennen das natürlich, diese ganzen Trendwörter. Wir reden von dem Schnupsi, von dem Knoten, von dem Haarknoten auf Männerköpfen. Ja, den Haarknoten an der sonst kahlgeschorene Rübe. Und dass man das jugendliche Frisuren wie Heinrich Himmler tragen und Kim Jong-un, finde ich auch eine Zumutung, weil ich die beiden doof finde. Aber das scheint die nicht zu stören. Oder schon allein diese frisch gescheitelten HJ-Frisuren. Und das ist für die aber kein Problem mehr, weil ihre Väter waren keine Nazis, da sind sie zu jung, ihre Großväter waren schon keine Nazis. Bei mir, meine Großväter und Väter waren auch keine Nazis, aber ich bin aus einer Generation, wo das normal war, dass man sich davon distanzieren musste. Müssen die heute nicht mehr, die dürfen ja so aussehen. Oder dass heute alle Sänger tragen einen Trilby, wie Was der ist Kommissar. Das? Trilby ist dieser kleine spitze Hut, den der Kommissar in seinen frühen Folgen trägt. Früher haben das alte Männer getragen. Oh, wirklich? Doch. Doch, das ist der Trilby. Den gibt es schon seit 80 Jahren oder so. Und ich denke, ach du Scheiße, jetzt laufen die rum wie der Kommissar und wie Heinrich Himmler. Was wollen die mir damit sagen? Okay, im Warum Zweifel wollen aus, sie nur Che sagen, non, non, rien a changé. Worauf spielen denn die Poppies an? Geht es da auch um politische Sachverhalte? Geht es da um sowas wie Atomkraft oder um Kornfelder oder... Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil mir die 70er Jahre in Frankreich nicht mehr so präsent sind. Wahrscheinlich geht es sogar noch um den Algerienkrieg oder was gerade da Frankreich umtrieben hat. Aufrüstung, die Dritte Republik war es, glaube ich, damals. Du hast in Südfrankreich geheiratet, fällt mir ein, ne? Das war doch so. Nein. Hast du nicht? Oder kann sein, dass es in einem anderen Leben war, oder? Habe ich das nicht mehr im Kopf. Du hast in Südfrankreich geheiratet und alle Gäste sind mit alten Feuerwehrautos irgendwo hingefahren worden? Weil das doch Otto Walkes. Interessant, was so in deinem Gehirn so abgeht, wie das so, welche Stürme und Synapsen da plötzlich zusammengeschaltet werden. Das Schöne daran ist ja, teilweise stimmt das, ja. Also ich habe mit alten Feuerwehrautos geheiratet, tatsächlich. Insofern richtig, weil Aha. Ich hatte zu dem Zeitpunkt drei. Eines war der Brautwagen. Warum heißt der eigentlich die Braut im Bräutigamwagen mittlerweile? Egal. Okay. Jedenfalls, es war ein Magirus Deutz Feuerwehr, großes Gut. Feuerwehrauto. Und insofern mit der Südfrankreich ist nicht so ganz falsch. Wir haben auf einer Insel geheiratet, und zwar die Insel Wilhelmstein im Steinoder Meer. Na ja, gut. Das ist jetzt nicht gerade das Mittelmeer und auch nicht Korsika, aber ist irgendwie was Wahres dran. Es war warm an dem Tag und ich glaube, es gab Fondue. Deswegen habe ich es verwechselt. Genau, wir hören jetzt mal die Poppies. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux pour toute la planète. Je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Hier ist die Hörbarust als Radiosendung, Ihre Lieblingsradiosendung als Podcast, Ihr Lieblingspodcast. Bitte abonnieren. Ganz wichtig, zu Gast ist heute Dietmar Wischmeier, der als kleiner Junge Fußballbilder aus Nudelverpackungen gesammelt hat. Das stimmt aber. Ich finde das immer wieder toll, wie du diese Synapse mit einer ganz anderen zusammengeschaltet hast. Ich weiß jetzt nicht, wer dieser Nudeltyp war. Das Verdammt. Stimmt. Ich muss das mal aufklären. Bitte. Ich glaube, ich werde hier noch korrekt. Kann ich anfangen bei dir als Korrektor deiner Moderation? Das stimmt insofern, als ich Fußballbilder aus Verpackungen, da waren aber keine Nudeln drin, sondern Kaffee. Und das ist, glaube ich, mein letzter großer Zugang überhaupt zur Welt des Fußballs, weil diese Leute, die da waren, das waren noch Schwarz-Weiß-Pappbilder, die da beigefügt waren. Aha. Ich bin aber auch ein Sammlertyp geworden dadurch. Ich sammle alles Mögliche, das stimmt. Also wir haben schon festgestellt, dass du allerlei Fahrräder und LKW und Sonstiges sammelst. Aber was sammelst du denn noch? Ich habe immer so Phasen. Ich habe, die letzte Phase war, glaube ich, die Fahrradphase. Die hat jetzt zu einem Ende gefunden, weil ich weiß jetzt für mich genug über Fahrräder. Ich muss nicht weiter dran rumschrauben. Davor hatte ich Stereoanlagen aus den frühen bis mittleren 80ern mit den dazugehörigen Boxen. Davor hatte ich Röhrenradios aus den 60ern. Eine Boxenphase hatte ich sehr stark, da habe ich ganz viele Boxen gehabt. Wir hatten Regina Halmich zum Beispiel neulich zu Gast.
Sammelt die auch Boxen? Nein, aber die Box selber als Box. Ich wollte an dieser Stelle einfach nur verweisen auf diverse Podcasts, die sich unsere Hörerinnen und Hörer auf vielleicht einer alten Stereoanlage aus den 80ern noch anhören können. Zum Beispiel mit eben genanntem Helge Schneider oder Arnim Teutoburg-Weiß oder Dr. Mighty Nguyen Kim oder El Hotzo, Annette Humpe, Mine, Anja Rützel, Jan Delay und so weiter. Aber diese Anlagen Mitte der 80er Jahre, die sollen so exzellent sein. Also als ich mir vor 2-3 Jahren mal wieder eine Stereoanlage zulegen wollte und wirklich angefangen habe zu recherchieren, bin ich immer wieder auch in so Foren an diesen Punkt gekommen, wo Leute gesagt haben, wirklich vergesst das alles, seht zu, dass ihr bei eBay Kleinanzeigen oder so Sachen findet bis, weiß ich nicht, ein Pioneer-Verstärker bis 1984 oder irgendwie sowas in der Art, weil das so großartig klingen soll. Kannst du das bestätigen? Ja, das kann ich bestätigen. Die sind auch mit sehr viel großem technischen Aufwand, also mit 4 getrennten Endstufen gebaut, weil das ist ja alles heute nicht mehr bezahlbar. Und die beliebtesten Anlagen, die werden natürlich heute auch aus optischen Gründen gesammelt. Ne? Also die bekannten Monster-Receivers von Sansui oder Akai, es gibt, jeder hat solche riesen Receiver mit ganz viel blinkenden Lampen drin und vielen großen verchromten Knöpfen. Heute ist ja alles Menüsteuerung. Ich glaube, das ist eine Antwort auf diese blöden Menüsteuerungsmist. Also, wo es so unscheinbar ist und man muss sich wählen durch Seiten und hat nicht mehr so viele Knöpfe und Schalter. Ich finde ja Knöpfe und Schalter generell gut. Ich glaube, deswegen habe ich die mir gekauft. Die klingen auch noch gut, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber eigentlich sehen sie auch gut aus. Also wäre im Grunde, könnte man dir auch so einen Gefallen tun, so einen Überraschungsraum, wo nur Knöpfe, Schalter und so Lichter sind. So ein kann ja ein kleiner Raum sein. Ja, ich hatte als Kind, hatte ich mir schon so ein Brett irgendwo hingehängt, wo Knöpfe, wo man was anmachen kann. Irgendwas an- und ausmachen. Hast du Smart Home? An- und ausmachen finde ich generell toll. Ach, dann hast du ja wahrscheinlich, das überlege ich gerade, dann hast du wahrscheinlich kein Smart Home, sodass du mit deinem... Ich hoffe, dass ich niemals in meinem Leben ein Smart Home kriege. Das ist eine gruselige Vorstellung. Ich habe einen Freund, der hat ein Smart Home, der rennt mit seinem Tablet in den Garten, weil er Angst hat, das Haus sperrt ihn aus. Und er kann antworten. Oder wo sich seine Jalousien selbst tätig entscheiden, wann sie auf und zu gehen. Das ist alles ganz schrecklich. Ja, wirklich. Furchtbar. Ich habe mal eine Geschichte über eine Freundin von mir geschrieben, die sie hat so eine Dachgeschosswohnung mit so einem Dachgarten und sie war oben und hat die Blumen gewässert und dann hat sich ein Gartenschlauch selbstständig gemacht, wie so ein Rodeo-Pony, ist der halt so und dann ist das Wasser auf diese Glasscheibe, die als automatische Tür so zugeht, ne, gespritzt und das ist halt so ein Regensensor und dann hat sich also diese Tür zugeschoben, dieses Glasding hat sich zugeschoben und sie wollte wie eine Olympionikin noch zwischen reinspringen in ihre Wohnung und das gelang ihr nicht und dann war dieser Knopf war aber noch nicht, weil sie da gerade erst eingezogen war, sie konnte es also von außen nicht öffnen, hatte aber auch kein Handy da. Und es war Freitagabend, kurz vor Sonnenuntergang. Und es ist eine sehr lustige Geschichte geworden. Ja, das glaube ich. Wenn die für sie war es nicht lustig. Weil das Smart Home, wir alle leben ja schon in einem oder viele in einem Smart Home, von dem wir gar nicht wissen, dass es eins ist, nämlich unser PKW. Ich weiß nicht, hast du ein Auto noch? Doch, ich wollte genau. Hast du noch einen Verbrenner? Ja, wie findest du das eigentlich? Ja, und ich finde genau, das hätte ich jetzt nicht die Geschichte meiner Freundin erzählt, hätte ich die Geschichte erzählt von meinem Saab, mit dem ich nicht mehr wegfahren konnte, weil diese fucking Wegfahrsperre blockiert war und ich nicht reinkam und nicht rauskam und nicht loskam und es war fürchterlich. Das ist scheiße, sowas. Ja, das Auto entscheidet mittlerweile selbst, wann es dich rauslässt. Ja. Mir ist es auch schon passiert, ich bin ja praktizierender Klaustrophob. Und ich finde ja auch Liftfahren ganz schlimm. Also wenn andere für mich entscheiden, wann Türen aufgehen, finde ich voll grauenhaft. Ja. Deshalb meine ich auch, dass der Schimpanse uns weit überlegen ist. Ein Schimpanse würde niemals mit 300 anderen Schimpansen in einem Airbus sitzen, ohne sie umzubringen. Deutsche oder überhaupt Menschen machen das. Die sitzen mit 4, 5 Wildfremden in einem Lift und warten darauf, dass jemand anders die Tür auf und zu macht und das Ding in Bewegung setzt. Schimpansen hätten sich schon längst an die Kehle gegangen. Das finde ich also ganz gut vom Schimpansen. Aber ich saß mal in meinem Auto und das hat mich ausgeschlossen, weil das dachte ich wäre ein Einbrecher und hat mich eingesperrt. Ich war noch Gott sei Dank so weit bei Sinn, dass ich die Betriebsanleitung doch nochmal kurz geguckt hatte, wie man das regeln kann. Lag die im Handschuhfach? Ja, natürlich. Oh, Gott, du bist so ein Spießer, was liegt da noch? Ja. Was liegt da noch? 3 Masken zur Sicherheit. Also Feuchttücher wenn bestimmt. Feuchttücher liegen da und so Drops, ne? So Bonbons, wenn man mal schlechten Atem hat. Ah, nee, was liegt da noch? Ich glaube immer, wenn ich ab und zu mal bei McDonald's halte, nehme ich immer mehr Servietten mit, als ich eigentlich brauche, dass man ab und zu mal irgendwas abwischen kann. Okay, und die Ikea-Bleistifte so. Natürlich. Ja, erzähl weiter.
Das wollte ich gar nicht sagen, sondern wenn du mal schlecht drauf kommen willst, dann guck dir mal Foren an, wo erzählt werden, wie Leute in ihren eigenen Autos eingeschlossen werden. Da sind Leute, glaube ich, schon krepiert in den Dingern. Seitdem liegt in jedem meiner Fahrzeuge, das sind ja nur die neuen, in meinem Auto und dem von meiner Frau, liegt ein Nothammer. Die kann man günstiger werden. Ja, du hast ja recht. Verdammt. Aber ich kann dir auch einen Trick sagen. Also wenn du mal in deinem Auto eingeschlossen wirst und hast keinen Nothammer, bei neueren Autos, also die jünger sind als 40 Jahre, ist die vordere Scheibe geklebt. Die einzige Scheibe, die du mit eigener Kraft rausdrücken kannst, ist die Frontschutzscheibe. Du lehnst dich an deine Rücklehne an und trittst mit voller Wucht gegen die Frontscheibe. Die fliegt ganz raus, ja. Das ist ja beruhigend. Oder Seitenscheiben, wenn du Seitenscheiben einschlagen willst mit dem Nothammer, nimm die hinteren. Die sind nicht so teuer. Die vorderen, ja. Okay, aber ich verstehe, ist ein guter Tipp auf jeden Fall, ja. Keine hinteren. Früher hast du eine Schiebedach in deinem Saab. Nein, den Saab habe ich auch nicht mehr. Ich habe jetzt einen MX-5. Hast du ein anderes Auto mit einem Schiebedach? Früher gab es eine Kurbel da drin. Manchmal ist noch eine Kurbel versteckt, da kommst du immer raus. Ich habe ein Cabriolet mit einem Hardtop allerdings, aber als es noch Cabriolet war. Mit elektrisches Hardtop. Nee, kein elektrisches Hardtop, so eins und draufschrauben. Und das lasse ich jetzt auch drauf, weil als ich es mal abgemacht habe, hat es so sehr in das Auto reingeregnet durch irgendwas, ich weiß nicht, die Schweller waren geschwollen oder versetzt oder mit Blättern oder ich weiß es nicht. Jedenfalls, das führt auch zu weit, aber ich habe mal, du musst dir vorstellen, ich habe ein Ticket bekommen. Ich habe ein Ticket vom Ordnungsamt bekommen, als ich mit offenem Verdeck, das Verdeck war gerade geschlossen, aber die Fenster hatte ich halb hoch nur, weil es so ein heißer Tag war. Und ich wollte, wenn ich einsteige, nicht in so eine heiße Luftdings kommen mit dem Hund und so. Dafür habe ich ein Ticket bekommen vom Berliner Ordnungsamt, weil ich das Fahrzeug nicht sicher abgestellt habe. Kannst du dir das vorstellen? Ja, das kann ich mir vorstellen, weil das ist ja... Du verführst die andere zu einer Straftat. Ach so, dann sollen natürlich auch Frauen ihre Haare bedecken müssen, damit sie Männer nicht verführen. Das ist ja wäre noch schöner, ne? Genau. Es lebe voraus einer Gehorsam. Direkte Aufforderung ist. Super, ganz toll. In der Tat, das klingt grotesk, aber so ist teilweise unsere Rechtsprechung. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wir haben noch eine zweite Hälfte. Wir sind jetzt bei der Sendung, sind wir jetzt, ist die erste Stunde rum, beim Podcast ist einfach nur die erste Hälfte rum. Mhm. Wir hören jetzt Led Zeppelin, den Immigrant Song. Warum? Das war meine erste selbst gekaufte Platte. Single oder damals Album? Es war eine Single, kostete damals 5 Mark und die Platte wurde, man kauft ja keine Platte, weil man genau diesen Song unbedingt ständig hören wollte. Ich fand den tatsächlich doch toll. Aber ich habe ihn auch mit einem, ich brauchte ein Tauschäquivalent. Wenn man eine Single hatte, die bei anderen begehrt war, konnte man da viele für eintauschen, die man dann aufnehmen konnte auf seinem Tonbandgerät. Und Immigrant Song hatten wenige, deswegen habe ich die gekauft, dafür konnte ich mir ganz viele andere eintauschen und hatte dann ein ganzes Tonband voll. Ist das schlau? Ja, du bist wirklich ein guter Geschäftsmann. Ja, das ist das, was mich rettet als Selbstständiger. Das freut mich sehr, das zu hören. Und dass wir uns gleich wieder hören nach dieser Musik, Immigrant Song von Led Zeppelin. Radio 1. Hörbar Brust. Dietmar Wischmeier ist heute hier zu Gast. Er hat einen ersten, ist das dein erster Roman eigentlich? Ja, das ist mein erster Roman, was ich auch daran erkannt habe, als ich als Debütant im Buchreport erwähnt wurde. Oh, okay. Wir kommen etwas später zu diesem Thema, aber ich wollte das sozusagen als Cliffhanger schon mal ins Gespräch werfen. Erstmal müssen wir uns dem Status quo etwas nähern. Dadurch, wir galoppieren jetzt mal durch deine Biografie. Ich habe schon gesagt, du bist in Oberholsten am Wiehengebirge aufgewachsen. Du bist auf ein Gymnasium mit naturwissenschaftlichem Zweig gegangen, aber wahrscheinlich ist hier auch wieder irgendwas, haben meine Synapsen wieder durcheinander. Ich wäre auch in ein Dschihad-Camp gegangen, wenn der Bus dahin gefahren wäre. Das war früher das entscheidende Moment. Wohin fährt der Bus? Wie lange bist du denn zur Schule gefahren? 13 Jahre. Nein, ich bin, das ging, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde. Der hielt auch so oft. Ja, okay. Die waren noch nicht so schnell, die Busse früher. Und
Fahrschüler war ja ein eigenes Kriterium. Fahrschüler sind ja nicht die, die eine Fahrprüfung ablegen, sondern die in den Reservaten wohnen. Mhm. Und die hatten eine ganz andere Beziehung zu den, also ich kannte keinen aus der Kreisstadt, weil man die nie traf, sondern immer nur zur Schule. Wir hatten ein eigenes Biotop, in dem wir uns nachmittags vergnügten. Und dann ging man zurück ins Reservat oder ins Homeland und dann durfte man den Vormittag mit den Weißen verbringen in der Kreisstadt. Was war denn das Aufregendste damals, bevor du in die Kreisstadt gegangen bist? Gab es so einen Freund, der so ganz liberale Eltern hatte oder hattest du liberale Eltern? Es gab gar keine nicht liberalen Eltern. Das waren ja alles, wie gesagt, auf dem Lande aufwachsen. Als Kind hast du dann, lebst du in deiner eigenen Kinderwelt und das hat mit der Erwachsenenwelt nicht so viel zu tun. Du machst deine eigenen Sachen, bist die ganze Zeit im Wald, baust Buden, machst irgendein Kram, kämpfst gegeneinander, schnitzt Säbel und Flitzebogen und schießt auf Leute, auf Katzen, auf Hunde, ärgerst Erwachsene und sowas machst du halt. Und die Eltern staunen dann immer, dass man tatsächlich auch noch zur Schule geht ab und zu und haben auch ihre Aufgaben. Ja, da macht jeder eben das, was er muss. Ich fand das also diese heutige Aufgabe, es gibt nicht liberale und Helikoptereltern, gab zum Beispiel gar nicht. Es gab auch nicht die, es gab glaube ich schon schlimme Eltern, muss es auch gegeben haben. Aber also mein Freundeskreis, die wurden ja auch im Großteil von ihren Großeltern aufgezogen, weil die Eltern hatten Wichtiges zu tun, als sich um Kinder zu kümmern. Ja. Die arbeiten auf dem Feld. Mhm. Oma muss das dann machen. Die erkannte man auch an ihren Schulbroten, die von ihren Großeltern aufgezogen. Das waren die gleichen Schulbrote, die sie auch schon ihrem Mann an die Front geschickt hatten, also von der gleichen Konsistenz. Wahrscheinlich auch noch aus demselben Leib geschnitten. Das war dann meistens so ein Stück Butterkuchen mit einer Schwarzbrotscheibe drüber geknallt. Ja, dein Vater war, glaube ich, auch Nebenerwerbslandwirt, das sagt man so, oder? Ja, das Wort gab es noch nicht. Es war früher selbstverständlich, dass man eine Landwirtschaft unterhielt, damit man nichts zukaufen musste, außer Maggi und Salz. Und man hatte ja alles selber. Man fütterte Schweine, hatte Hühner, hatte Kühe, Milch, hatte Getreide. Alles musste man selber haben, nicht zukaufen. Er war an sich eher Postbeamter. Wir hatten die Poststelle und hatte die Landwirtschaft und war gelernter Tischler, hat auch noch eine Tischlerei für den Nachmittag. Morgens Postbote, nachmittags Tischler und ansonsten abends noch Rüben ziehen und Kühe melken. Du hast einen Bruder noch. Ist der älter oder jünger? Der ist 3,5 Jahre jünger. Und hattest du einen Wunsch, was du machen möchtest, später mal beruflich? Naja, ich hatte die klassischen Wünsche. Bevor ich zur Schule ging, wollte ich Förster werden, weil ich dachte, der verfolgt mit seinem Langhaarrüden die Wilderer und schießt die dann tot. Dass der auch Bäume markieren und absägen muss, wusste ich nicht. Als ich es dann wusste, hatte ich keine Lust mehr. Dann wollte ich zwischendurch natürlich auch Lokführer werden, weil ich wohnte an einer Strecke, in der noch die letzten Dampfloks der Bundesbahn verkehrten. Und die grüßten immer so freundlich, wenn wir Kinder an der Schranke standen. Ja. Ich fand das cool. Also 40 Tonnen unterm Arsch und dann noch Kinder grüßen. Mann, ist der souverän, der Typ. Und dann wollte ich auch mal Pastor werden, weil ich mir vorstellte, ich fahre mit einem schicken schwarzen Auto durch die Gemeinde und grüße so huldvoll die Gemeindemitglieder und die Schärfern und scheiße die dann zusammen am Sonntagvormittag auf. Das wollte ich auch. Zusammenscheißen fand ich toll. War das die Respektsperson? Also war tatsächlich der Pastor bei euch derjenige, der, ich glaube, du bist evangelisch, ne? Ja. Ja, auf dem Land gibt's ja den Pastor, den Apotheker, den Förster, das sind die drei Akademiker, der Lehrer ist meistens keiner und dann wollte ich natürlich einer von denen sein. Ich wollte nicht einer sein, der mit dem Moped zum Betonwerk fährt, wie die anderen alle. Das war dir nicht so reizvoll. Ich gehe nicht davon aus, dass du diese Frage wahrheitsgemäß oder überhaupt beantwortest, aber... Das ist aber auch eine Anmoderation, ja, das ist ja ganz fies. Jetzt halte ich mal fest. Self-fulfilling prophecy. Bist du von einem Familienmitglied oder von einem älteren Freund oder einem gleichaltrigen Freund mal ins Bordell mitgenommen worden? Nein, dummerweise. Ich war aber häufig in einem Bordell. Ich musste da nicht mitgenommen werden. Ich bin da selber hingegangen. Hattest du da keine Scheu? Ich fand die Preise ein bisschen zu hoch. Nein, ich war aber, um es kurz zu erklären, es gab auf dem Land einen ehemaligen Gasthof, der ist dann in so einem, so ein Halbbordell, glaube ich. Ja, Chichi Monique. Ne, die hieß auch nicht Madame Club, Cherie Club. Die hieß, glaube ich, immer noch Ponyhof. Naja, jedenfalls gab es da einen Bordellbereich. Und es gab so diese Begegnungsräume, also wo man sich dann erst die Frauen aussucht. Das ist so meist so eine Bar. Das ist noch nicht der richtige Vollzug, findet da nicht statt, sondern eher so diese Begegnungsding. Und wir als Jugendliche fanden das total aufregend, dass wir dann am Sonnabendabend in diese Bar gingen. Himmelbett hieß die, genau. Da ging man hin und kaufte sich für Gnaden und 5 Euro für ein kleines Bier kostete das da. Aber dann war man in dieser frivolen Atmosphäre, wo dann die leichten Mädchen dann auch verkehrten. Und das war dann immer nur peinlich, wenn einer seinen Vater da traf oder den Pastor oder den Bürgermeister. Passierte sehr selten. Oh. Wir fanden das als so Verruchte, genauso wie man
im Kurpark der Kleinstadt die St. Pauli-Nachrichten gelesen hat. Also die, wo Porno noch Schwarz-Weiß-Foto war. Oder da war Schweden ja das Pornoland der Welt. Und da gab es diese Schweden-Hefte, die man am Kiosk kaufen kann. Ja. All das hatte so diese versteckte, verklemmte Erotik. Insofern war ich auch im Bordell. Ich habe gerade nur geschluckt bei dem Satz, da haben wir uns die Frauen ausgesucht. Das ist schon, ich meine, das gehört dazu, ganz klar. Also aber wir haben sie nicht ausgesucht, wir hatten ja gar kein Geld dafür. Ja, ja, nein, aber so ist, ja genau, aber so läuft es ja. So läuft es ja einfach. Ja. Und ich merke einfach, aber das ist jetzt, das würde jetzt viel zu weit führen. Aber danke, dass du das überhaupt beantwortet hast. So, und dann hast du dich bei der Bundeswehr, ich glaube, du hast dich freiwillig gemeldet. Nee, das musste man gar nicht, man wurde eingezogen, hieß das damals. Also du hast nicht verweigert, sagen wir es so. Nein, ich habe nicht verweigert, aber das war, man durfte ja damals auch noch Wehrdienst machen. Man musste sich ja nicht, man musste nicht verweigern. Ich gebe aber zu, dass Verweigern tatsächlich die häufigste Form war, seinen Dienst zu tun. Also jedenfalls in meiner Klasse. Das war schick, sich zu verweigern. Das war schick, würde ich nochmal, es war sogar so selbstverständlich, dass man verweigerte. Ich wollte das eigentlich nie, hatte sich nicht einsehen, warum man das machen sollte. Also ich kann das jetzt natürlich auch inhaltlich wahnsinnig überhöhen, aber erstens war ich einfach zu faul dazu, obwohl das stimmt auch gar nicht, ich war damals in der kirchlichen Jugend engagiert und da wäre es kein Problem gewesen, wirklich überhaupt kein Problem. Mhm. Da musste man noch durch so einen Test kommen und da gab es einen Pastor, den kannte ich und der hätte mich da begleitet. Kannst du aus dem Bordell ja schließlich. Ja, kann ich aus dem Bordell. Das schweißt zusammen, wenn man einmal zusammen im Bordell war. Und da kann man auch mal den Kriegsdienst verweigern. Ich würde ja nichts in dem Nachhinein überhöhen würde ich zwei Sachen sagen. Eigentlich fand ich es gut, dass ich der Erste aus meiner Familie war, der in einer demokratischen Armee sein durfte. Mein Vater war bei den Nazis, mein Großvater war in der kaiserlichen Armee, mein Urgroßvater war in der königlich-hannoverschen und so weiter. Die waren alle gezwungen worden, in einer brutalen Militärzusammenhang zu dienen. Mhm. Ich konnte es mir aussuchen. Ich musste da nicht hin. Ich konnte ja verweigern, wäre so einfach gewesen. Das fand ich gut, dass man es machen konnte und deswegen bin ich dann auch zur Bundeswehr gegangen. Ich habe es auch nicht bereut. Entschuldige, bei der Luftwaffe bist du gewesen. Also hatte das auch spätere dann Tom Cruise-Fantasie? War das auch dabei, dass man so dachte, naja, vielleicht fliege ich mal einen Starfighter oder so? Nee, das konnte ich mir gar nicht aussuchen. Man wurde eingezogen und ob ich zum Heer, Marine oder Luftwaffe, konnte ich mir nicht aussuchen. Ach so, kann sich gar nichts aussuchen. Das wusste ich nicht. Es gab neben dem Gesundheitstest gab es auch so einen Eignungstest, wo man, ich weiß noch, dass man da Morsezeichen hörte und alle anderen haben natürlich gesagt, sie wären total schlau und schreiben alles nur falsch. Aber da ich ja ein protestantischer Spießer bin, habe ich natürlich versucht, so gut zu sein, wie es möglich ist, ja, mit Morsezeichen. Und dann bin ich natürlich zu so einer Morsezeichenkompanie gekommen, die war bei der Luftwaffe. Ja, Pech gehabt. Aus mehreren Gründen habe ich sie nicht bereut, die Bundeswehrzeit. Einerseits, weil man dann endlich mal aus seiner Blase rauskam. Mhm. Also nicht nur immer mit Gymnasiasten zusammen, sondern das ganze Spektrum der bundesrepublikanischen Wirklichkeit auf der gleichen Stube vorfand. Was hast du das denn damals schon so bewusst wahrgenommen, dass das? Bewusst nicht. Ich bin da auch so reingelaufen. Ich habe da nicht so lange drüber nachgedacht. Ich habe aber auch die Bundeswehrzeit als, es war nicht eine angenehme Zeit, das war es mit Sicherheit nicht. Aber ich habe die Leute, die ich da getroffen habe, besonders die Vorgesetzten, als fair und gerecht empfunden. Also sie waren auch zu Totalverweigerern, die gab es ja, die wollten auch keinen Zivildienst machen. Die sind dann zwangs eingezogen worden, von den Feldjägern abgeführt und dann hatten wir einen auf der Stube, der weigerte sich ein Gewehr zu tragen, der weigerte sich Uniformteile anzuziehen und so, und der wurde total fair behandelt. Und was ein gutes Zeichen ist. Ja. Das ist ein gutes Zeichen. Ja. Es gab die innere Führung der Bundeswehr, das war eben keine Wehrmacht, keine Hitlerarmee. War ein demokratisches Organ. Und was mir noch eingefallen ist, ach so, ja, dass ich auch nicht die vollen 15 Monate gedient habe, sondern nur 12 Monate, weil ich einen Studienplatz hatte und das war kein Problem, da rauszukommen. Ich habe diese Bundeswehrzeit nicht so erlebt, wie sie viele andere erlebt haben. Also dieses brutale draußen übernachten und das war alles nicht, das war alles sehr zivil und kommod, das war also überhaupt nichts Schlimmes. Es hört man auch gar nicht so oft tatsächlich. Also ich. Ja, meine Frau lacht immer darüber, wenn ich von meiner Bundeswehrzeit spreche und nicht so wie viele andere, dass sie es toll fanden mit Panzergewehr und diesen ganzen Kram, sondern bei mir ist kulinarisch die Wolkendecke aufgerissen worden. Es war so lecker bei der Bundeswehr. Ich habe so leer gegessen. Bei uns gab es ja keine gekaufte Wurst. Das wurde ja alles nur die selbstgemachte, selbstgebackenes Brot, selbstgemachte Wurst. Also heute der Ökotraum, der feuchte Ökotraum, war bei uns aber die Selbstversorger-Subsidiaritätsfantasie meiner Eltern. Bloß nichts kaufen kostet ja Geld.
Und bei der Bundeswehr gab es 3 Sorten Wurst. Ich habe zum ersten Mal Roquefort-Käse gegessen. Ich dachte, was ist das denn? Ist das scheiße lecker? Wurst, diesen Molkereikäse, den man tauschen konnte gegen alte Hundescheiße oder was auch immer. Es war alles lecker. Okay. Wir kommen zu deiner nächsten Musik. Du hast eine Band mitgebracht, Focus. Mhm. Der Song heißt Hocus Pocus. Und das sind Holländer, das kommt noch erschwerend hinzu. Sowas kann es nur in Holland geben, glaube ich. Und was verbindest du mit diesem Lied? Ich verbinde damit, dass es, das war ja ein Popmusikerfolg. Damals haben Holländer große Teile der Hitparaden mit eigenen Projekten versorgt. Und Hocus Pocus war die schrillste, weil sie jodeln in dem, sie schreien, jodeln, gurgeln, alles Mögliche. Es gibt Bläsersätze. Es ist so eine vielfältige, chaotische, anarchische Musik, die überhaupt keinem einzigen Gesetz der Popmusik gehorcht. Sie hat weder einen guten Hookline, sie hat keine Melodie, kann sie nicht mitsingen, man kann da nicht nachtanzen, man kann sich nur drüber aufregen. Ich finde das, und das war erfolgreich. Heutzutage will, sag mal, was würde wohl ein Musikmensch im Radio sagen, wenn man sagt, ich möchte die auch mal einfach, dass wir die auf die harte Rotation-List setzen. Ja, die würden sagen, bist du bekloppt? Das verschreckt die Leute, die springen vor Angst in den Graben, wenn sie das hören im Auto. Wir hören uns den Song jetzt mal an. Dietmar Wischmeier ist heute zu Gast. Du hast gerade schon erwähnt, das Studium begann 1976, ging es, glaube ich, los. Literaturwissenschaften und Philosophie. Brauchte man dazu ein großes Latinum eigentlich? Weiß ich nicht, ob groß oder klein. Ich hatte beides nicht. Insofern war es mir egal, was ich nicht hatte und nicht brauchen konnte. Ich glaube, dass ich deswegen auch den Studienort gewählt habe, weil man dafür Philosophie kein Latinum brauchte. Dummerweise haben die während meiner Studienzeit die Regeln geändert. Das heißt, du musstest es nachholen, oder wie? Ja, es gab keine nach unten Kompatibilität, wie man so schön sagt, bei UKW zum Beispiel. Es ist währenddessen geändert worden und kaum dachte ich, hatte ich mich entschieden, nach jahrelangen Müßiggangs doch mal mit einem Magisterabschluss den ganzen Entwurf hier zu krönen. Da hieß es, hoppala, haben wir denn auch ein Latinum? Okay. Aber was wolltest du denn eigentlich werden? Was wolltest du mit diesem Studium anstellen? Gar nichts. Ich wollte gar nichts werden. Das war mein großes Ziel. Ich wollte mich nicht im Schweinesystem zur Verfügung stellen. Oh, Gänsehaut. Habe ich nicht wirklich gedacht, das wäre mir zu heldenhaft gewesen. Ja. Ich war einfach faul und doof. Okay, aber das heißt, du hast, ich behaupte ja nicht, dass man in dem Alter so weit denkt, dass man denkt, okay, alles klar, ich verbrenne jetzt hier gerade mal die Zeit und ich tanze ein bisschen rum, ich schlafe sehr lange, ich gehe vielleicht frühstücken oder auch nicht, ich habe viel Sex, ich feiere, ich rauche, aber dann irgendwann, das weiß man ja schon, dass es irgendwann vorbei ist, oder? Ja, es gab ja noch nicht das Gap Year damals. Das Gap Year hieß damals noch Wehrdienst oder Kriegsdienstverweigerung. Also man musste immer was machen, die wurden sofort eingezogen, kaum hast du Abitur, musst du schon den nächsten Kram machen. Dadurch wurde das Studium zumindest die erste Zeit mehr so eine Gap-Zeit. Und man studierte halt was. Und ich war auch ziemlich unbegabt für wirklich berufsführende Studiengänge, was Elektrotechnik, Maschinenbau, was man so machen konnte. Eins nur wusste ich, auf keinen Fall möchte ich Lehrer werden. Auf keinen Fall. Oh, ich glaube, du wärst ein ganz guter Lehrer geworden, oder? Nee, ich habe ja eine Zeit lang auch so eine Assi-Vertretung an der Uni gemacht. Da muss man ja quasi Lehrtätigkeit verwalten. Aber ich bin ein Frontalunterrichtstyp. Also ich fussel die ganze Zeit und rede die ganze Zeit und erklär Bär. Ja. Und heute heißt es, glaube ich, Mansplaining. Ne? Früher hieß das Frontalunterricht. Nein, das heißt immer noch Erklärbärin. Ja, immer Erklärbär. Und ich glaube, ich wäre ein ganz guter Pastor geworden. Aber Lehrer glaube ich nicht. Pastor, das meinst du aber nicht ernst. Doch, ich bin ja nicht gläubig. Das ist ja der wesentliche Teil des Protestantismus. Ich glaube, die Juden und die Protestanten sind die einzigen Religionen, die nicht an ihren eigenen Glauben glauben. Glaubst du, dass wir Menschen mit der Umwelt und ob du Frau Neubauer jetzt nervig findest oder nicht, es lässt sich ja nicht leugnen, dass da irgendwas im Busch ist. Aber ich finde sie gut. Nein, du findest sie gut, sagen. Du findest nur manche, okay, Auftritte, wie auch immer. Aber glaubst du, wenn wir alle an eine Wiedergeburt auf diesem Planeten glauben würden, dass wir anders mit ihm umgehen würden?
Du weißt ja schon, dass die Wiedergeburt im Hinduismus nicht was Positives ist, sondern was Negatives. Ich weiß, ich weiß. Ja. Ich finde das also auch nicht, ich finde auch die Vorstellung gar nicht so reizvoll, ganz ehrlich, egal in welcher Religion. Deswegen also, würde ich die Frage, kann man sehr schnell beantworten. Wenn wir daran glauben würden, würden wir noch viel schneller diesen Planeten vernichten, um genau das zu verhindern. Ja, aber die meisten Menschen hoffen ja irgendwie und verkaufen es sich so, dass es schön wäre, nochmal zu leben. Man lebt nur einmal, komm, wir machen das jetzt, ja. Also als, ach so, ja, aber dann meinen Sie, dass Sie dann was anderes machen würden, aus sich oder aus Ihrem Leben? Hadern Sie mit Ihrer eigenen Biografie? Ich weiß es nicht. Also letztendlich können wir ja feststellen, dass für uns, die wir ja doch recht privilegiert sind, das muss man einfach sagen, dass für viele von uns, Hörerinnen und Hörer sicherlich eingeschlossen, gerade in diesem Land, dass wir in einer guten Zeit leben, ja. Also, was auch immer jetzt die Pandemie bewirkt und so weiter, das will ich ja gar nicht leugnen, aber es ist doch schon eine ganz gute Zeit. Das war ja nicht immer so. Das ist es auf jeden Fall. Mhm. Also, da gibt es ganz viele Beispiele dafür. Und ich halte nicht so sehr viel von mir als reflexives Wesen, weil ich bin ja ein Produkt dessen, ja auch in meiner vermeintlich objektiven Reflexion dessen, was ich tatsächlich geworden bin. Also, wenn ich urteile über meine Biografie, urteile ich aus einer Position, wo ich ja das Produkt dieser Biografie bin. Insofern kann ich nur positiv darüber Gott, urteilen. Das ist mir viel zu abstrakt. Da merkt man, dass du Philosophie studiert hast. Kannst du das nicht ein bisschen einfacher machen? Ich bin, kannst du nicht, was also meinst deswegen du? Deswegen ist diese Selbstfindung so ein Irrtum, so ein Blödsinn. Ja? Man ist der, der man ist und kann nur sich selbst aus dieser Rolle heraus beurteilen. Deswegen finde ich es prinzipiell gut, so wie es ist. Ich muss da nicht lange überlegen. Alles, was bisher passiert ist, ist gut. Und ich reue nichts. Ich bereue nichts. Und man sagt ja auch immer, man bereut nicht das, was man getan hat, sondern das was man nicht getan hat. Ja, da ist ein bisschen was Wahres dran. Okay, was bereust du demnach? Was hast du nicht getan? Naja, ich bereue, nun muss ich auch wieder ein bisschen zurücknehmen, aber es gäbe ja Parallelbiografien, die denkbar wären. Erzähl mal, wie wäre eine? Entwirf hätte mal. Man zum Beispiel seine erste Freundin geheiratet oder hätte man überhaupt nur in einem anderen Teil seiner Biografie geheiratet, wäre man jetzt wahrscheinlich schon, vielleicht schon beschieden oder hätte was ein ganz anderes Leben geführt, hätte woanders gewohnt, hätte andere Berufe ergriffen. Es gibt einen Punkt zum Beispiel, wo es mir ganz deutlich aufgefallen ist, als ich zur Bundeswehr eingezogen bin, wurden die Leute eingeteilt, du machst das. Ich war Buchstabe W und dann ist auf der einen Kompanie einer ausgefallen, warum auch immer. Der Letzte soll da jetzt hingehen. Ich war der Letzte mit W und dadurch bin ich nicht zur Flugsicherung gegangen, sondern war Horchfunker. Wenn ich zur Flugsicherung gegangen wäre, die hat eine tolle Ausbildung gekriegt bei der Bundeswehr, dann wäre ich Flugsicherer geworden, weil die haben unheimlich viel Geld verdient, wäre in die Private auf den Tower gegangen, auf irgendeinem Flugplatz, wäre mit Anfang 50 pensioniert worden, mit viel Geld, hätte ein völlig anderes Leben geführt. Wenn ich an der Uni geblieben wäre, das wäre auch noch eine Möglichkeit, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon pensioniert, aber hätte so ein Schluffendasein an irgendeinem Mittelbau in der Uni gelebt. Also hätte ganz andere Menschen kennengelernt. Ja, wäre. Ja, und das waren aber eben nur Millisekunden Entscheidung. Das war so knapp immer. Und wenn man sein Leben danach durchforstet, merkt man erst, wie sehr man Produkt dessen ist, was man zufälligerweise geworden ist. Und man kann sich immer nur freuen darüber. Ist alles toll. Ja, ich mag die Vorstellung, dass man nach dem Tod tatsächlich auffährt und empfangen wird mit so von jemandem, der so ein Klemmbrett in der Hand hat und einem dann erstmal so duftende Fließwäsche in hellen Grautönen überreicht. Und dann kann man sich erstmal so ein bisschen akklimatisieren und dann kann man sich aussuchen, in so bestimmte Räume gehen und gucken, was diese Fahrradkette-Momente gewesen wären. Also wenn du deine erste Freundin geheiratet hättest, wenn du doch 15 Kinder bekommen hättest, wenn du und sich dann sozusagen seine Parallelleben anzusehen. Wir wissen nicht, ob das vielleicht sogar möglich ist. Wir wissen es nicht. Ist das für dich eine positive oder eine negative Vorstellung, dass es so ist? Ich möchte nur nicht wiederkommen. Das ist mir, glaube ich, wichtig. Also die gruseligste Vorstellung ist ja Murmeltiertag, ne? Also wenn du das gleiche Leben, das du bisher geführt hast. Ja, vor allem mit dem Bewusstsein darüber, das wäre das Allerschlimmste. Ja, wenn du das nochmal durchleben müsstest, Gott, in dem Bewusstsein, dass es der zweite Aufguss ist. Ist das schrecklich? Das finde ich, also ich finde, ich habe ein super Leben und ich würde jedem Menschen wünschen, mein Leben zu leben. So ist es nicht. Aber ich finde, wenn es dann durch ist, ist auch gut. Ist auch gut, ja. Ja, finde ich wirklich. Ja. Dann war es auch das. Dann war es das. So, was spielen wir denn jetzt? Jetzt spielen wir Joachim Witt und Herbergs Vater. Ja, das freut mich, dass wir das spielen, weil das ist auch einer dieser Gaga-Titel, weil ich bin euer Herbergs Vater und sage,
ist das ein super Text, ja. Weg da, weg da, weg da, ich bin euer. Und der tanzt da in dem Video so stolz zu. Der kann ja weder singen noch tanzen und ist trotzdem ein guter Popstar. Das ist nicht. Ich finde immer Leute, die etwas nicht können, es dann trotzdem machen. Dafür habe ich immer so großen Respekt. Auch in der Politik, ja? In der Politik eher weniger. Aha, das muss ich zugeben. Das gebe ich. Da machen wir es nochmal. Gut. Dietmar Wischmeyer ist zu Gast, gefangen in einem Studium, das wahrscheinlich in eine große, schwere Lehre mit Doppel-E führen würde. Aber das Gute ist, es gab an der Uni ein Hörfunkstudio. Ja, das war eine Uni, die, also eine dieser Neugründungen in der Nachkriegszeit in den 70er Jahren gegründet, und da wollte man ja alles mit Medien aufrüsten. Also es gab ein Hörfunkstudio, es gab ein Filmstudio mit Schnittstellen und alles mögliche. Also es war schon auf dem Standard von deutschen Rundfunk- und Fernsehanstalten weitestgehend. Und in dieses Hörfunkstudio, ich weiß ja nicht, was hat dich dazu veranlasst, dich da reinzusetzen? Denn du hast dort etwas aufgenommen, du hast da eine Kassette aufgenommen, die du an FFN geschickt hast, einen der ersten Privatsender. Wir haben da viele Sachen ausprobiert, und war schon als Kind ein begeisterter Radiohörer. Also damals gab es noch Schulfunk. Wir haben in der Schule auch Schulfunk gehört, weil der Lehrer faul war, hat einfach Radio umgedreht, angeschaltet, fertig. Ja, ist das toll. Da wollte ich Lehrer werden in der Phase, in der kurzen Phase, dass ich dachte, ich kann mich in einem Röhrenradioempfänger verstecken und meinen Rausch ausschlafen, während die Zöglinge vorher lauschen müssen. Und da gab es eben eine Sendung, die ist Der kleine Tierfreund. Da gab es auch ein Buch, das wir abonnieren mussten, eine Zeitschrift. Und die gab es auch als Hörfunkversion. Und die habe ich da auch in der Uni, in dem Hörfunkstudio aufgenommen, an den Sender geschickt. Und die haben irgendwann, ich hatte schon nicht mehr dran geglaubt, haben sie mich eingeladen und sagt, oh, das ist ja ganz interessant, wir finden das lustig, dass wir so ein moderner DJ-Sender sind. Dann kommt so ein Opa und macht so eine Sendung, und sie klingt wie Schulfunk. Ich sagte, ja, das ist eine Satire da drauf. Ach so, ja, sag mal, hast du morgen früh Zeit um 9? Wir haben da noch einen Sendeplatz. Kannst du das mal machen? Oh. Und dann bin ich da angefangen. Kannst du mal erstens, kannst du uns noch mal so ein, zwei Sätze geben für die Menschen, die das nicht kennen? Hallo, liebe Zuhörer, hier spricht der kleine Tierfreund. Ich habe eben gerade einen flachen Freund von der Autobahn gekratzt. Es war ein Lurch, der seinen Opa besuchen wollte auf dem Mittelstreifen. Das ist so der Tenor des kleinen Tierfreundes. Was fast noch lustiger ist als diese Stimme, ist die Tatsache, dass du deswegen so lange nichts von denen gehört hast, weil du nur eine Seite dieser Kassette aufgenommen hast. Und, ja, und dann war der große Zufall, wir sprachen vorher über Zufälle im Leben. Der Zufall war, dass die Sekretärin des Programmdirektors hatte einen Auto-Reverse-Recorder, falls das noch irgendjemand was sagt, hat diese Kassette reingeschmissen. Als er sie reingeschmissen hatte, ist die leere Seite abgespult worden, fühlte sich verarscht. Als sie reingeschmissen hat, hat der Auto-Reverse-Recorder die richtige Seite abgespielt. Und da war der kleine Tierfreund drauf. Einer der großen Zufälle. Ja. Der größte Zufall in meinem Leben. Ja, war wahrscheinlich wirklich. Ich meine, erstens muss man erstmal eine Kassette, also dieses Medium, falls sie so jung sind, dass sie nicht wissen, was eine Kassette ist, dann kann ich auch du sagen. Und tatsächlich, aber dass du auch nicht darauf verweist, du musst ja so faul gewesen sein, dass du nicht zurückgespult hast. Was ist los mit dir? Nein, ich hatte zurückgespult, aber das war ja ein Auto-Reverse-Recorder. Der hat dann automatisch die leere Seite abgespielt. Auto-Reverse-Recorder laufen ja in zwei Richtungen. Ja, ach so, der hat also, dann alles so, verstehe. Die schalten dann einfach nur den Tonkopf rauf und runter. Und er hat die reingelegt und hat dann die falsche Seite gehört. Also ich war gar nicht schuld. Ich wäre beinahe Opfer der Technik geworden. Beinahe. Oh Gott, das ist ja nochmal gut gegangen. So. Das ist nochmal gut gegangen. Und dann hattest du also Hals über Kopf deine Kolumne. Hattest du denn überhaupt schon, bist du in Vorleistung getreten für dich innerlich? Hattest du schon ein paar Episoden geschrieben? Und warum hat man dich da bestärkt? Haben deine Freunde gesagt, das ist so lustig, ich fall um, bitte, du musst dich da bewerben.
In der Tat bin ich gar nicht selber drauf gekommen. Ich wusste gar nicht, dass es den Sender gab. Den gab es erst seit ein paar Monaten. Aber ein Freund von mir, der auch in dieser Gruppe der Hörfunkenthusiasten an der Uni war, wies mich darauf hin, dass dort ein neuer Sender gegründet worden sei. Und die seien ja wahrscheinlich noch so grün hinter den Ohren, da könne man noch was reißen. Ich weiß, zu der Zeit wollten alle ein Volontariat beim NDR, WDR so haben. Und da muss man mindestens einen Hochschulabschluss haben. Und dann gab es 700 andere, die das auch wollten. Und es war also sehr unwahrscheinlich. Und diese Chance sollte man ergreifen. Und ich habe die Kassette hingeschickt und das ist daraus geworden. Ich bin übrigens immer noch bei diesem Sender tätig. FFN gibt es noch, echt? Ja, und vor allen Dingen mich gibt es da noch. Ist das zu glauben? Okay, das war Funk für Niedersachsen. Ich als Hannoveranerin habe das natürlich auch. Ich habe auch gedacht, oh wow, ist das endlich mal was anderes. Das war wirklich anders. Und du bist nicht allein gewesen, sondern du hattest unglaublich gute Leute mit dir. War das denn von vornherein klar, dass ihr da als kleine Gruppe auftauchen würdet? Nein, die sind alle so da reingewachsen und das waren ja auch alles zum Teil ja auch Gescheiterte. Ja. Also zum Beispiel Olli Kalkofe ist sicherlich ein Gescheiterter. Der konnte nur das werden. Der wäre für jeglichen anderen Beruf wäre da völlig ungeeignet. Aber er konnte nur unheimlich gute, geschriebene, witzige, gut performte Charaktere im Radio oder im Fernsehen machen. Er konnte beides einfach auch gut. Olli Welke, der auch noch daraus hervorgegangen ist, ein sehr fleißiger, auch ein sehr protestantischer Mensch, der hat ja noch einen richtigen Volontariat gemacht, der hat richtig Frühsendungen moderiert, der hat also richtig sozusagen die normale Laufbahn auch durchlaufen. Ne? Das ist jeder nach seinen Fähigkeiten dann. Und dann Sabine Bulthaupt? Die ist ja mittlerweile in Staatsdiensten, sie ist in der Staatskanzlei in Hannover beschäftigt. Okay. Also ein ganz anderer Weg hätte man. Ist auch irgendwie Comedy, glaube ich. Letztendlich ist sie auch bei der Comedy geblieben. Wir haben Nene Cherry und Buffalo Stance. Ja, soll ich da was zu sagen? Bitte sehr, das wäre sehr schön. Erinnert mich an meine Zeit, als ich noch aktiv im Radiogeschehen drin war, also noch moderiert habe, Sendungen, Platten aufgelegt, was man so machte früher im Radio, als es noch nicht so digitalisiert war. Und Buffalo Stance war so ein typischer 80er-Jahre-Titel, den wir natürlich erst in den 90er gespielt haben. Weil Radio war ja damals nicht, dass neue Hits gemacht oder vorgestellt haben, sondern wenn die erst durch waren oder die in das Format passten und dass jeder sie schon mal gehört hatte, um diesen Erinnerungswert abzuschöpfen. Und Buffalo Stance von Nene Cherry kennt man eigentlich nur noch das, was sie mit Yusuf Nur gemacht hat, 7 Seconds. Dieser Titel ist aber typisch für die Zeit. Und Buffalo Stance heißt ja, das ist der Standard dieser Stadt Buffalo, die kein Mensch kannte, aber da muss man eine bestimmte Kleidung haben, was typisch ist für die 80er, ein bestimmtes Aussehen, bestimmte Attitüden, Gesten, nur dann ist man in der In-Gruppe. Und das war in den 80ern ganz, ganz stark und ist heute so divers auch geworden, dass man in 1000 In-Gruppen sein kann und nicht nur im Buffalo Stance. Oh, jetzt haben wir es mal aufgeblättert. Nene Cherry ist eine ganz tolle Sängerin auch. Das war auch die Hochzeit der 80er. Von ganz vielen tollen Frauen in der Popmusik. Das stimmt. Und auch ich kann auch dieses Album wirklich nur empfehlen. Ich glaube sogar, dass ihr zweites auch noch richtig gut. Ich glaube, das erste hieß Raw Like Sushi. Ich weiß, ich habe dieses Cover so vor Augen. Weiß und sie ist so ausgeschnitten und tanzt, glaube ich. Ich glaube, man sieht sie so von der Seite und ihre Zöpfe wehen so zur Seite. Glaube ich jedenfalls. Sie ist immer so unheimlich, so frech. Ja, also man ist immer so eine, ach, irgendwie eine ganz sympathische Aggression drin in den Auftritten. Los geht's. I'm a Vardic. Radio 1, diese Sendung können Sie und sollten Sie bitte als Podcast
Abonnieren. Kostet keinen Cent, können Sie jederzeit rückgängig machen. Ist wie ein Lichtschalter. An, aus, können Sie selbst entscheiden. Und Sie können sich Woche für Woche Interviews anhören, zum Beispiel mit Helge Schneider. Sehr lustig war auch Daniel Brühl. Können Sie aber wirklich nur hören, wenn Sie in so einem giggeligen, albernen Modus sind. Und dann werden Sie sehr viel lachen. El Hotzo war zu Gast. Dr. Mighty Nguyen Kim, Gerhard Delling, Ina Müller, Jan Plewka, Hinak Schönemann, Mine, Annette Humpe, Anja Rützel, Andrea Petkovic, Diana Kinnert. Also wirklich sehr interessante und tolle Leute. Heute Dietmar Wischmeier. Den kennen Sie aus verschiedenen Radio- und Fernsehsendungen. Und jetzt, es ist nicht das erste Buch, das du geschrieben hast. Du hast auch schon, du hast 23. sogar noch mehr Bücher geschrieben. Ja, dazu gehört ja auch unsere... Ich habe sie nachgezählt. Wow, unsere Preisfrage hat ja auch was damit zu tun, ja. Aber darüber sprechen wir ja noch nicht jetzt. In einem alten Interview von vor 9 Jahren habe ich Folgendes gefunden. Du hoffst darauf, dass du es nochmal lernst, Texte zu schreiben, die länger als eine DIN-A4-Seite sind, mit Rückblenden und Querverweisen und Plotentwicklungen. Und irgendwie scheint es dir gelungen zu sein, denn es gibt ein neues Buch, das heißt... Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur, erschienen bei Rowohlt. Und das kommt jetzt raus. Die Premierenlesung ist am 6. September im großen RBB-Sendesaal. 20 Uhr geht's los. Es sind nur noch Restkarten da, aber Radio 1 überträgt live. So, was ist denn das für ein Buch? Es ist dein erster Roman. Ja, es ist der erste Roman und ich habe ihn geschrieben in der Zeit, in der andere dem Tagesalkoholismus neue Freuden abgewinnen konnten, weil man ja nirgendwo hin musste. Es war also Corona, man konnte die ganze Zeit zu Hause bleiben. Wozu also nüchtern bleiben beim Vormittag? Ja, ich dachte, das ist zu gefährlich, du musst was Sinnvolles machen. Also ich mich hingesetzt, jeden Tag 3 Stunden geschrieben und wenn ich 3 Seiten voll hatte, durfte ich aufhören. Ich habe manchmal aber auch 4 oder 5 geschrieben, weil es mich so interessiert hat, wie es wohl weitergeht. Ich wollte es ja wissen. Ah, das hat sich sozusagen, du hast dir selbst zugeguckt beim Entwickeln. Du hast geschrieben und dann hast du dir durchgelesen, was du da so schreibst. Genau, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Form. Ich bin nicht der große Plot-Entwickler, sondern ich schreibe so Sachen drauf los und da denke ich, wie kann das zu einem neuen, wie führt sich zusammen? Und das hat immer irgendwie funktioniert. Das fand ich so faszinierend. Also die Tätigkeit des Schreibens, eine Story, eine Geschichte zu entwickeln, die Charaktere lieb zu gewinnen, die man entwickelt hat, die immer mehr Fleisch kriegen, immer mehr Seele. Aber darin bist du ja nun wirklich gut. Das hast du ja nun über Jahrzehnte schon. Das kannst du ja. Ja, da gibt's Fertigkeiten, auf die ich zurückgreifen konnte. Ja. Aber dass das alles auf diese Länge so hinkommen muss im Endeffekt, das fand ich schon toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es den Lesern natürlich auch Spaß macht, weil es sehr viele Wendungen da gibt. Ich konnte viel recherchieren. Im Grunde ist es die Geschichte der alten Bundesrepublik, die bis vor wenigen Jahren noch weiterreicht. Es stirbt ja so langsam alles eher weg, ne? Also Angela Merkel ist ja auch im Grunde ein Produkt der gewendeten Republik. Als erste Ostdeutsche im Kanzleramt. Uckermärkische Wanderdüne hast du sie genannt. Ja, oder regierende Endmoräne, da gibt es viele Sachen. Aber ich habe sie, eigentlich je länger ich sie kenne, immer mehr lieb gewonnen. Ja. Eigentlich ist sie okay. Und das ist schon vieles, was man über viele Politiker nicht sagen kann. Wir wissen, also dass es so ist. Und ja, wir wissen, dass das, so was richtig. Jetzt kommt, abgesehen davon, dass es in diesem Jahr besonders schlimm ist, besonders schlimm. Ganz richtig. Also ganz es ist, ich habe schon viele Jahre erlebt, in denen es nicht so klar war, was ich wähle und dass ich sehr froh war, dass es den Wahl-O-Mat gab, weil ich mich nicht mit jedem einzelnen Wahlprogramm beschäftigen wollte, aber auch nicht nur auf fotogene Wahlplakate reagieren wollte. Und es ist schon so, dass wir wissen, Oh wei. Das wird spektakulär. Das hat mich also auch beim Schreiben so interessiert. Wie ist es, was hätte alles sein können? Wie ist es, ist im Grunde auch ein Buch über Verschwörungstheorien. Es ist auch ein Schelmenroman, weil der Held, Wolfgang Schrage, ist jemand, der hätte ich auch sein können. Ich bin es nicht geworden, aber hätte ich sein können. Interessant ist, dass du es so geschrieben hast, wie du sprichst oder beziehungsweise wie er sprechen würde, sagen wir es so. Weil man kann mich wieder hinter eine Figur versteckt, wenn man bösartig sein will, weil es ist eine erfundene Autobiografie. Nicht die meine, sondern die von dem, den es nicht gibt. Ja, also, und da ist es wieder zweimal um die Ecke erfunden, aber dadurch konnte ich natürlich vieles anders sehen, als ich es auch so sehen würde. Und ich weiß, dass es sehr schwierig ist, wenn man nicht autorialer Erzähler ist, weil der weiß ja alles. Und ich muss immer wissen, was kann Schrage jetzt auch da wissen? Ist das glaubhaft, dass ein Mensch in dieser Situation das weiß, was er jetzt sagt? Da muss man zu einigen Kniffen dann finden. Mir hat es dann auch wirklich viel Freude gemacht, auch seine
es ist auch eine Hommage an die alte Kneipenkultur, die es ja auch nicht mehr gibt. Das stimmt. Und so eine feste Männerfreundschaft. Also Wolfgang Schrage, um das mal zu sagen, der ist schon sehr lange mit Jutta verheiratet. Er hat einen Hund, er hat zwei Kinder, er hat drei Freunde. Und eines Tages findet er 12 Metallkassetten. Wie würdest du die, gib uns jetzt nochmal so ein, zwei Handlungssätze, um das so ein bisschen anzufetten. Ja, in diesen Kassetten, da findet sich eine gruselige Geschichte, wie das bei der deutschen Einigung alle geworden. Wir wissen oder ahnen es zumindest, dass sich da einige die Taschen ganz schön vollgetan haben und dass da alles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dass nicht alle dafür waren, dass sich eine der Obstruktismus walten ließen, um das noch zu verhindern. Das war nicht nur Margaret Thatcher, es waren auch Leute in Deutschland. Und wie das alles zusammenhing, diese ganze Geschichte, wie Leute sich bereichert haben an der deutschen Einigung und das immer noch tun und welche Leute da drin verwickelt waren. Und dann kommt so ein kleiner Konditor ehemaliger, jetzt ist er arbeitet an der Straße und merkt, kommt in diesen riesigen politischen Korruptionsbereich rein und windet sich da noch raus und hat aber noch die Chance, seinen eigenen Profit daraus zu ziehen. Das ist die eine Geschichte der Handlung, die ich gut finde. Und die andere Entwicklung ist die, er ist ein super Macho, er macht alles, also Generation Verbrennungsmotor, er findet nur Autos gut, besser als Frauen, schlittert in eine Ehe rein, Frauen werden benutzt, da muss man halt haben, man wird halt irgendwie aufgeheiratet. Und der verändert sich zu jemandem an, der froh ist, dass seine Frau letztendlich die ganzen Sachen schmeißt und er einfach auch das nicht mehr will und versagt hat. Also das, was mich immer fasziniert hat an amerikanischen Filmen und Serien, dieses Change of Character, dass man nicht nur der Gute ist, nur der Böse ist, sondern dass der Charakter sich wandeln kann und man geläutert wird, also vom Saulus zum Paulus und wie das auch so in der klassischen Literatur häufig vorkommt. Das ist das Interessante an Literatur. Wenn man deine Arbeit betrachtet, hat das ja, du bist weit entfernt vom erhobenen Zeigefinger, wenn überhaupt, das ist der erhobene Mittelfinger wahrscheinlich. Und trotzdem finde ich, ist da immer noch so eine ganz die Welt liebende und irgendwie dann doch hoffnungsvoll, optimistische Herangehensweise, sodass du immer zwischen deinen bösen Worten und diesen Stacheldraht und Elektrozäunen, die du da verbal aufziehst, man immer noch das Gefühl hat, eigentlich geht es darum, vorsichtig die Hand durchzustrecken und einen Pony dahinter zu streicheln. Eigentlich möchtest du den Menschen doch sagen, bitte seid gut und denkt, bevor ihr handelt, und du verpackst ja schon so eine Art von die Welt etwas besser machen in deinen Sätzen oft, oder ist das zu kitschig? Nein, das war nicht kitschig, weil es gibt eine ganz einfache Szene. Diese drei saufen immer in dieser gleichen Kneipe und einer ist ein richtiger Versager, hat auch irgendwann kein Geld mehr. Und dann, immer wenn keiner guckt, isst er die Senfpötte leer, die auf den Tischen stehen. Und die Wirtin weiß, dass er das tut und tauscht die heimlich gegen Kartoffelpüree aus, weil das einfach besser ist als Senf. Er weiß, dass sie es weiß und sie weiß, dass er es weiß, dass sie es weiß, aber keiner sagt es. Ja. Und die können ihre Würde behalten, das ist der Punkt daran. Und so geht es in vielen Sachen. Diese Leute, man muss diese Menschen auch lieben, man muss auch diesen Held lieben, der da ist. Also er ist ja nicht nur böse und schlitzohrig, auch der Leser muss ihn lieben. Und jeder muss auch eben seine Würde behalten, das ist das Wichtigste daran, auch in der Literatur. Was ist denn Würde? Na, Würde ist, dass man als gleichwertig wahrgenommen wird, glaube ich, dass man nicht irgendetwas ist, das man nur benutzt oder das man negieren kann oder das man übersehen kann, sondern ein gleichwertiges Wesen, das letztendlich eben auch so einer ist wie man selbst. Das ist ja die große menschliche Leistung. Also ich habe Hunde, du hast auch einen Hund, du weißt, Hunde sind Rassisten, die scheißen drauf, wie es anderen Hunden geht. Vielleicht haben sie noch zwei, drei Freunde, aber ob es der Spezies Hund auf dieser Welt geht, ist denen vollkommen egal. Und der Mensch ist eben anders. Und das ist nicht eine große genetische Leistung und auch keine Leistung der Schöpfung. Das haben wir uns selbst erarbeitet. Wir sind das Produkt unserer eigenen Anstrengung. Und das unterscheidet den Menschen von allen anderen. Sonst ist er genauso ein Haufen Doofkopf wie alle anderen. Ja, aber wir gehen ja jetzt auch nicht so gut damit um. Das ist doch komisch. Also eigentlich, wenn du das jetzt mal als Hobbybiologe und Hobbygenetiker und Philosophieprofessor beurteilst, Suggestivfrage, wären wir nicht besser dran, wenn wir dieses Reflexionsvermögen und diesen Verstand gar nicht hätten? Der ist doch eigentlich nicht nötig. Und was wir damit anstellen, ist kontraproduktiv. Oft. Also dumm sein und Arbeit haben ist das Glück. Bist du da dieser Meinung? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es die einzige Chance des Menschen ist, über Kognition was zu erreichen. Denn ganz innerlich sind wir der gleiche Bonobo und Schimpanse, der die anderen auch sind. Also wir sind ja archaisch in vielen unseren Handlungsweisen und würden uns auch gegenseitig umbringen und so. Das tun wir in vielen Ländern in diesem Moment. Aber wir sind typische Pflanzenfresser in unserem Verhalten. Wir haben keine eigene
bevölkerungsregulierende Kraft in uns. Ne? Also zum Beispiel, der Wolf vermehrt sich nicht unendlich, wie ja viele glauben, wo wir jetzt mittlerweile, glaube ich, 1500 in Deutschland haben. Irgendwann ist Schluss. Wenn er nichts mehr zu fressen findet, reduziert er seinen Nachwuchs. Hunde, ich weiß nicht, wir züchten auch Hunde, Hunde können ihre Welpen im Uterus abtöten und selbst verzehren, wenn sie nicht genug zu essen haben. Das ist natürlich eine Leistung, die der Mensch nicht hat. Also muss er das über Kognition machen. Es geht nicht automatisch. Automatisch sind wir riesige Arschlöcher. Wir müssen uns jeden Tag sagen, wir wollen es aber nicht sein. Mhm. Und wenn wir das nicht tun, gehen wir eben alle drauf, auch egal. Aber das ist dann eben so. Das ist auch wunderbar. Das ist also bis auf den Hund, der sein eigenes. Aber ist das eigentlich ein sehr schönes Schlusswort? Ja, das möchte man nicht wissen. Nein. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf die Premierenlesung verweisen. Am 6. September im großen RBB-Sendesaal. Wir können jetzt um 20 Uhr Radio 1 überträgt, aber auch live. Und bestimmt können Sie das auch nachhören in der Mediathek. Wir können keine Karten verlosen, weil wir nicht sicher sind, ob es überhaupt noch welche in der an der Abendkasse gibt. Aber da können Sie sich sicherlich jetzt aktuell mal informieren. Wir verlosen aber 3 Bücher. Begrabt meinen rechten Hund. Du machst mich der total Hund, kirre. Der rechte Hund, das finde ich gut. Für das nächste Buch kannst du begrabt den rechten Hund. Begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur. Das ist übrigens ein Zitat von Jetta Kalle, den es offenbar wirklich gegeben hat. Was ist das für ein Typ gewesen? Jemand, der die ungeheuren Fähigkeiten und in dem Technologieträger Jetta GT aus dem Volkswagenwerk erkannt Jetta. Und lieb gewonnen hat. Jetta, sagt man. Ja, ich dachte Jetta. Ja, alle, die den Jetta nicht fahren, sagen Jetta. Insofern darfst du das sagen. Okay, also erschienen bei Rowohlt, begrabt meinen rechten Fuß auf der linken Spur. Wir legen noch ein Hörbuch drauf. Aber was Sie dazu wissen müssen, Dietmar Wischmeier hat sehr viele Bücher geschrieben und die meisten drehten sich um deutsche Familiennamen, deutsche Hunderassen oder deutsche Traktoren. Und ich finde, verdammt nochmal, Dietmar, das ist in Anbetracht der vergangenen Sätze, die hier gefallen sind, gar nicht so einfach zu beantworten, wenn man es nicht weiß. Ich weiß nur, dass 2 davon ich nicht geschrieben habe. Das könnte ich jetzt mal machen. Du könntest damit anfangen. Guter Tipp. Okay, schicken Sie bitte die vermeintlich richtige Lösung an hörbar@radio1.de. Bitte schreiben Sie auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse rein, damit wir Sie benachrichtigen können oder Ihnen gegebenenfalls gleich das Buch zuschicken. Okay. Gehst du jetzt auf Tour? Was passiert jetzt mit dir? Naja, Tour wird eins nach dem anderen immer abgesagt. Mm. Ne? Über die großen Herbsttourneen im Oktober, November gibt es überhaupt noch keine Aussage. Wir können nichts machen. Wir sind nur vertraglich gebunden natürlich. Aber ich weiß nichts. Keine Ahnung. Okay. Wir können uns aber das nächste Buch. Was soll ich sonst machen? Jeder kann sich, du hast eine Seite, ne? Können wir uns da informieren? Da kann man sich informieren. Unter? Da ist alles. Wischmeier.de. Die Tremolos haben wir noch mit Hey Buddy. Gibt es uns dazu ein Stichwort? Ja, ich habe darüber viel nachgedacht, weil es gibt zum Beispiel eine Organisation in Hannover, die heißt Klangwelten, da versucht man dementen Senioren durch Erinnerung alter Musik, die sie gehört haben, ihre Erinnerung zurückbringen. Ja. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Und mir ist das nämlich genauso gegangen. Ich hatte Hello Buddy von den Tremolos über Jahrzehnte nicht gehört und dann zufällig im Radio gehört und mir war die Szene vor Augen. Ich wusste, ich war 14, ich betrete eine Imbissstube in Bad Essen, da spielen sie gerade diesen Song und ich habe gerade Pommes frites bestellt. Ich weiß, mit wem ich da war, ich weiß die Situation, dass wie ein Film da war. Ah. Nur weil ich die ersten, glaube so eine Slide-Gitarre-Intro hat, das gehört habe, war die Erinnerung da. Ja. Und das ist toll, was Musik leistet. Ja, absolut. Ganz toll. Absolut, das stimmt. Ich danke dir. Und wenn zwischendurch die Tonqualität so mittel nur war, dann liegt es nicht an ihrer 80er-Jahre-Stereoanlage oder an ihrem Netz, sondern an unserer Verbindung hier. Aber es hat ja insgesamt super funktioniert. Dietmar, viel Spaß, viel Freude. Schön, dass du bald hier in Berlin bist, also am 6.9. Ja, und bis in 9 Jahren spätestens wieder. Ja, in 9 Jahren hören wir uns auf jeden Fall wieder. Ich merk's mir schon mal vor. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.